Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen. Ich wollte sagen, neue Woche, neues Glück. Was soll für ein Tag? Mittwoch, oder? Waren wir die Woche schon online? Ja. Waren wir, sorry. Ja, ich war irgendwie beim Montag gerade. Warte mal, was ist denn passiert? Montag waren wir online. Ja, sind irgendwie die Ferien. Von der kurzen, die machen mich durcheinander. Sorry. Guten Abend, ich fange nochmal neu an. Wunderschönen guten Abend zum zweiten Stream die Woche und ich hoffe, euch allen geht's gut hier bei uns. Heute mal ein etwas anderer Stream, das kann man durchaus so sagen, weil, und das mag viele vielleicht enttäuschen, ich freue mich ehrlich gesagt sogar sehr drauf, heute mal das Hauptaugenmerk nicht auf dem Break von 50 Boxen plus liegt, so wie sonst in den Streams, sondern heute mal ein bisschen auch was anderes, was ziemlich cool ist. Feier ich, freue mich drauf. Egon, starten wir gleich mal rein mit der Verlängerung. Ihr seid einfach die Beste und der Mittelpunkt der besten Community der Welt. EU West ist der Beste. Danke dir für 7 Monate, Christopher. Aber, um das auch gleich vorwegzunehmen, es gibt heute einen Boxbreak, der kommt am Ende des Livestreams. Ich komme gleich zum Programm des heutigen Streams. Aber Samstag, Leute, Samstagabend wird wieder richtig, also richtig abgefräst. Wir haben jetzt schon für Samstag Bestellungen und Personal Boxen. Vogel und ich werden uns Samstag auch wieder selbst gönnen. Kaltgetränke sind quasi auch schon kalt im Kühlschrank. Aber auch für euch gilt, wenn ihr Samstagabend Bock habt auf den Break, um dabei zu sein, dann wird ab morgen im Discord der Drop kommen. Ihr könnt mich ganz normal anschreiben via Instagram oder via Discord-Nachricht und sagen, Thilo, ich will Samstagabend ne, alles, was da ist. Checkt einfach mal im Shop, das wird sein, ja, Museum, Chronicles und. Also, gerne einfach Ausrufezeichen Shop da unter Livestream gucken und alles, was da aktuell nicht verfügbar ist, wird Samstagabend verfügbar sein. Also, ab morgen der Drop. Ich werde aber auf diesen Drop auch morgen bei Instagram via Story und im Discord nochmal explizit hinweisen. Das Ganze, ja, morgen ist Donnerstag, dann auch Freitag nochmal. Und dann gehen wir Samstagabend hardcore rein. Also, Samstagabend Chillstream heißt es dann. Wird richtig gut, freue ich mich drauf. Wie gesagt, heute zwar auch noch Boxen, aber am Ende des Livestreams. Was ist heute Programm? Wir starten mit den Tops NFTs, denn da ist in der Zwischenzeit was Neues rausgekommen. Wir öffnen also Packs. Und ich habe irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wenn man von Anfang an dabei ist und alle Serien mitgenommen hat, hat man jetzt so ein Bonus-Pack bekommen, Tier 2 sogar, also ich habe richtig gute bekommen, ich glaube, die öffnen wir einfach beide und ich weiß keine Ahnung, was da drin ist, ich könnte die jetzt auch für $70 oder $80 auf dem Markt da verkaufen, habe ich gesehen, aber ich denke mal, die reißen wir auf. Und wenn Tops NFT durch ist, dann geht's rein und das wird richtig interessant. Wie lange ungefähr erzähle ich euch jetzt, dass wir unsere Sammlung umstellen? Hat das einer ungefähr auf dem Schirm? Was tippt die? Wie lange ist das ungefähr her?
2 Monate, 3 Monate? Das ist bestimmt schon länger. Noch heute ist es soweit. TTC Sammlungsumstellung Part 1. Ihr seid Teil dabei. Ihr seid dabei. Danke dir, Bruce Wayne. Da ist das Jahr endlich voll. Danke für ein Jahr. 3 bis 4 Monate safe. Ja, es tut mir wirklich leid. Hi, Markus. Heute ist es soweit. Wir starten rein. Und ich habe euch gesagt, ich nehme euch auf diese Reise mit. Also heute tauchen wir auch tief ins Hobby ein. Nicht nur Break, sondern wie sieht unsere Sammlung aus? Soon, Tops-Definition. Genau, wie sieht unsere Sammlung aus? Was wollen wir denn verändern? Ich habe ja schon angedeutet, Klasse statt Masse. Und da gehen wir heute rein. Ihr könnt mich dann dabei beobachten und vor allen Dingen seht ihr, was wollen wir loswerden? Was wird auf eBay im Bulk landen? Was geht generell in Sell? Und was wollen wir dafür haben? Welche Art von Karten behalten wir? Das gehen wir heute in Teil 1 durch. Also TTC Collection Umstellung Part 1. Gian, danke für deinen 2. Monat. Hi Miguelo. Und es geht mir so langsam ein bisschen besser. Leider immer noch brutal kurzatmig, wenn ich irgendwie mich bewege, aber ansonsten wird es besser. Und dann kommen die Breaks. Breaks heißt heute 3 Boxen Select UFC Hobby, 1 Yarde, 2 Charger und eine Überraschung, zu der ich jetzt noch gar nichts sagen darf. Eine Überraschung ab ca. 20 Uhr. Also so in etwa wird das laufen, nur dass ihr schon mal wisst, was euch heute erwartet. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal in die NFTs, oder? Wahrscheinlich hört ihr jetzt wieder den Subscription-Sound. Ja, ich höre ihn auch sofort wieder. Also ich starte mal rein. Ich möchte wie immer prahlen mit der besten NFT, die Tops jemals released hat, die ich Gott sei Dank habe, weil ich einfach Glück hatte, die zu ziehen. Was habe ich mir sonst noch so aufgehoben? Ihr seht so ein paar Super Rares, Epics. Ich habe immer hier die beiden Musealas, ein paar Bellinghams. Hier gibt es schon noch einiges, was ich verkaufen muss. Wirtz habe ich mir aufgehoben. Hier ist noch eine Haaland. Also hier ist noch eine Haaland, hier ist noch eine Musiala, hier ist noch eine Bellingham. Es gibt schon ein paar Sachen, die ich loswerden müsste. Allerdings, was mir gerade einfällt, ich pop mal den Chat out und ziehe mir den hier rüber, weil ich sehe euch ja sonst nicht. Der Allgemeinsound, das muss ich dann gleich sehen. Falls es euch beim Pack-Opening zu laut sein sollte, gebt mir bitte Bescheid. Okay. Ich habe 17 ungeöffnete Packs. Das sind die beiden Reward-Packs. Das sind noch die Series 3 Packs. Und da die Series 3 relativ bescheiden lief, würde ich sagen, machen wir die, denke ich mal, auf. Also starten wir mit den Series 3 Packs, dann gehen wir in die brandneue Series 4, da haben wir 5 Premium Packs und 5 Standard Packs. Die Standard Packs öffnen wir alle, von den Premium Packs öffnen wir 3. Das zu dem Plan. Also jetzt erstmal 5 Series 3 Packs. Also, sollte euch das jetzt zu laut sein, bitte kurz melden. Geht, oder? Ich glaube, das geht. Musiala. Wir starten mit einer Excellent. Danke für 3 Monate. Danke für 3 Monate. Musiala Common nehme ich. Uncommon Ndika. Eine Fans Favorite Matcher. Das ist cool, weil die sind ja exclusive. Und noch eine Common Musiala. 2 Commons Musiala. Ich glaube, die kann man mitnehmen. Und eine Epic Alassane Player. Ich dachte, es wären nur 4 Karten. Es sind aber 5. Ich würde sagen, richtig, richtig stabiles erstes Pack. Gehen wir rein in das nächste. Denkt dran, das sind noch die alten Series 3. Vielen Dank, Freddy. Ich hätte schon Bock auf ein Legendary Musiala, sage ich euch, wie es ist. Weil der fehlt mir halt noch. Wir starten mit einem Okugawa Common, gefolgt von einem Burchard Common, der ist ganz wichtig. Ein Rare Borna Sosa, ein Uncommon Dorsch. Und ein Uncommon Wiedmer. So gut wie das erste Pack war, so schlecht war das zweite. Also richtig, richtig, richtig schlecht. Dritte Series 3 Pack. Und ich habe schon jetzt Bock auf Series 4. Weil ist halt neu und neu ist immer cool. Hat Dennis die auch gerufen in der Zeit? Ich weiß es nicht. Pantovic. Burchard schon wieder. Ja. Lädt's jetzt oder was passiert?
eine Rare Rüter, eine Common Guardiol und eine Uncommon Okugawa. Ich weiß ja nicht. Ist das Beste. Erst Pack mit Abstand das Beste. Zwei haben wir noch. Eigentlich geht sie ja auch gar nicht in die Series 3, aber die hatten wir noch über und die ist übergeblieben. Ich glaube, die werden 4000 Packs burnen, also können die ruhig weg. Ne? Eine Common Mats Pedersen, eine Rare Burchard, Halleluja. Eine Super Rare Okugawa, eine Common Pedersen und eine Common Player. Das erste war schon echt gut, ne? Das letzte Series 3 Pack. Pantovic, come on. Pedersen, come on. Okay, mach doch mal Epic oder so eine Kacke. Super Rare Jibril So. Das ist das Beste, was du sagst. Uncommon Wimpel von Mainz. Und ein Uncommon Okugawa. Ey. Leck mich am Bein, was war das denn? Okay, wir gehen rein in. Und darum geht es ja hauptsächlich. Um die neuen, wo lagen die Mainstream, die Series 3 lagen bei 45? Also vor allem noch der neuen Packs. Glaub, oh. 40, 80 oder was war das? 45, 65, ja, okay. 40, 80. Ist lange her, dass ich die geholt habe. Das sind diese hier, Series 4. Wir starten rein in das erste Series 4 Pack. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt genau war. Ich habe mir die geholt, Urlaub und weg war ich wieder. Also, Series 4, Standard-Pack und dann gibt es noch Premium-Packs. Von den Premium öffnen wir 3 von 5, Standard öffnen wir alle. Ja, circa wie die letzten. Nur, dass es diesmal eben diese Unterscheidung Standard-Premium gab. Premium ist ausverkauft. Premium ist nicht mehr da, ja. Okay, das erste Series 4-Pack. Was erwartet uns hier? Und Prost! Denkt dran, Samstagabend, Chimpi. Was passiert jetzt? Jawohl, ein Wimpel. Ich habe mal gehört, wenn man alle Wimpel sammelt, kriegt man auch irgendwas. André Hahn. Weißt du, wer hier Chase ist? Ljubicic. Noch ein Wimpel. Und ein Super Rare Jonas Wind von Wolfsburg. Checklist wäre ganz cool, ne? Wir öffnen das nächste Series 4 Standard Pack, sorry. Danke für den kurzen Talk heute auf Discord. Das ist immer ein Thema von TTC. Immer gerne. Ich habe euch gesagt, also wenn immer mal was ist und Cheso, wir kennen uns ja jetzt schon auch länger, einfach melden. I am sehr. Trimmel, komm mal. Super Rare Kalajdzic. Mal gucken. Sasa Minte zu 168 ist vielleicht gar nicht so schlecht. Uncommon Lewandowski ist auch drin. Chase, ne? Nee. Epic Hahn, fuck! Warum denn André? Zu 79 und Rare Gonzalo Castro für Bielefeld. Ich hätte gerne Epic Lewandowski genommen. Wir machen das nächste. Hier gibt es noch so eine Memorabilia mit unter Unterschrift. Achso. Hier nicht. Hätte ja sein können. Wimmer, come on. Lewandowski, uncommon. Ein Stuttgarter Wimpel, eine Common Asano. Ist das Beste war eine Uncommon oder was? Und eine Rare Darida. Ist das noch eins? Zwei normale haben wir noch. Muss doch mal knallen, das Hi the J. Das kann doch auch in so einem knallen, oder? Darida Common. Kingsley Schindler, come on. Aaron Martin, uncommon. Wimpel Union Berlin und eine Super Rare Duziak. Jeremy. Wahrscheinlich sind die Premium, heißen nicht umsonst Premium, ne? Die Frage ist, wofür habe ich Standard geholt? Marvin Moin. Thuram, come on. Ein Kunku, come on, ist auch drin. Kunku, Lewandowski, okay, ein Kunku. Ja. Moussa Diaby ist auch drin, come on. Dann. Vier, come on. Ja, und eine Rare Darida.
Hi Sternili, moin moin, guten Abend, wie auch immer. Ich bin total enttäuscht, dass das hier gerade absolut, also die Standard-Packs, die waren ja mal, das war ja mal Gülle. Aber jetzt, Premium, bitte, werde besser. Yo! Mehr Karten nicht drin. Super Rare Iago, starte gut, 10 Karten, ich bin heiß. 10? Nein. Come on Castro, der Hype ist vorbei. Es ist alles für die Katz. Nichts für meine PC, vor allem bei NFTs. Team Minzy, hi. Rare Alario. Come on Sombr. Rare Duziak. Come on Nkunku, jetzt zweiter Mal. Uncommon Duziak. Das ist Uncommon schon dritte. Lewandowski, Uncommon Brun Larsen und ein Sup kein so ein Memo-Ding. Auto. Super Rare Wind. Wind. Ist das nicht Auto-Memo? Ich glaube, Ist das nicht so? nur so komisch, ich glaube, Autogramm heißt Leute, das. ich weiß, eigentlich müsste man mal kurz gucken auf Marketplace. Sorry, ich gehe mal eben kurz und gib mal ein Premium. Premium Pack, Walter. Für die Ja, Premium Packs kriege ich mittlerweile gut. 91,55. Für die alten aus Series 0, wo ich Lewandowski rausgezogen habe, 400 Dollar. Boah. Ey, aber ich glaube, ich werde zwei Premium Packs einfach sealed verticken und mir 180 Dollar zurückholen. Und jetzt noch zwei Premiums öffnen. Ab jetzt entscheidet ihr welche. Die 2815, 1132, 2150, 48, 76. Erste Zahl, die ich sehe, öffne ich. Ausdrucken, ich glaube nicht. 1132. 1132, Elon. Das ist das hier. Ich habe nur Serie 3, richtiger Beginn natürlich. Okay, Egon, das geht sonst alles ins Material, ins Tauschmaterial, wenn das jetzt hier schief läuft. Jan Thielmann, Rare. Common Kamada. Uncommon Duziak. Uncommon Nkunku. Da hatten wir jetzt zweimal Common. Besser. Uncommon Wimpel Bielefeld. Common Baumgartner. Rare Selke, ja, herzlichen Glückwunsch. Common Aaron Martin, drei nur noch. Rare Nkunku. Ist gut. Mit dem bin ich recht zufrieden. Da ist eine. Sauber. Da ist es. Ach, das ist Ja, Auto. Autograph Club Phantoms Schlotterbeck. Super rare. Auf dem Nice. Hockeyschläger oder so. Auf dem Hockeyschläger, genau. Stück Schuh ist das. Ja. Was steht denn da? Kann es lesen? Tops Authentic Digital Signature. Stark. Schlotterbeck. Der Neu. Preis ist gerade gestiegen. Der Preis ist gerade gestiegen. So sieht's aus. Eins noch. Erste Zahl, die ich sehe, ist es. Bitte genauso wie Christopher gerade. Und dann machen wir noch die Reward Packs auf. Davon gibt es nur Gibt es die Zahl? 4, 8, 7, 6? 4, 8, 7, 6. Schreibe ich alle Hier zu. unten. Mainstream. Ganz ruhig. Der geht auf dich hier jetzt. Was kosten die Holla, Reward holla. Packs? Muss ich da gucken. 50, 70. Okay. Lang früh. Ja, Die habe ich Reward. bekommen, weil ich irgendwas in meiner Sammlung habe. Ja. Schlotterbeck, Common. Uncommon, Pennant. Darida, Uncommon. Rare Kalajdzic, hatte ich glaube ich eben genauso schon mal. Uncommon Wind. Epic Oh, Diaby. nice. Das ist cool. Ich glaube Epic Diaby. 87, ja. 22 von 87 Mint. Jetzt noch so ein Signature Move und dann haben wir es. Das war die letzte, Uncommon. ne? Lewandowski Vierte, ankommen, fünfte. ja auch, geht auch klar. Iago ankommen und jetzt. Oh. Ah, super rare, okay, aber Okay, nicht ne? ist Alario. Ja. Packen wir uns alles in die Sammlung.
Jetzt, hierfür werde ich mir $180 reinpfeifen. Und jetzt kriegt man, wie heißen die? Reward Pack. Risky, danke dir. Marketplace. Reward. Das Reward Pack kostet 62,50. Ich weiß aber auch nicht, was drin ist. Wären also 135. Da gibt's sogar noch andere. Challenge Reward Pack. Ach, das. Ich habe ein Tire 2. Zwei Stück sogar. Das sind die besseren. Also das sind. Eins aufmachen? Da sind da die Dinger drin? Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich habe keine Ahnung. Dann mach eins auf. Eins. Eins und der Rest geht sealed auf den Markt und da hole ich mir die Kohle für wieder. Das sind immerhin 180 plus 6, 240, $250. Das ist jetzt nicht wenig Geld, ne? Aber welches? Kann ich auch nochmal. Vogel. 180 ich bin raus, oder 196? So es gibt nur 300 noch. Aber ich bin da raus. Okay, Vogel Frank, will nicht, ich mach auf. So. Jetzt bin ich gespannt. Wie viele Karten drin sind, ich weiß gar nicht. Reward Pack Tire 2. 180, oh, habe ich auch gedacht, Leute. Das muss es sein. Wow! Die ist schön. Eine Karte. Eine Karte. Memorabilia Frankfurt. Kostic Lindström. Duo Animation. Geiler Scheiß. Die hätte ich gerne in echt mal gesehen. In so einem Pad. Kacke, jetzt will ich die andere auch öffnen. Ja, ist da immer so ein Ding drin? Und dann müsstest du es einfach öffnen. Ja, wollen wir mal gucken, ob die auf dem Markt ist. Was ist das? Lindström Kostic. Kostic. Aber sie. Achso, Kostic, ja, okay. Luis Animation. Ist auf dem Video hinter oder? Oder ist das einfach, ne? Heißt die Gucken wir uns in der Sammlung ansehen. Pass auf, wir gucken sie uns kurz in der Sammlung an. 43. Kostic. Ja, Minzu 43. Oh, ich habe den Namen falsch geschrieben. Ob da irgendwas hinter ist. So, hast du auch ja, ist animiert, man sieht. Achso, animierte Karte. Ja, das passt. Also ist animiert, da hast du Haut hin. Ja. Dann gehen wir auf den Marketplace und schauen, ob die schon irgendeiner gezogen hat und was die wert ist. Da ist sie. Oh, $29. Wie heißen die allgemein? Animation? Kann man die irgendwie suchen? Das heißt, wir haben im Vergleich zum Preis, den ich fürs Pack bekommen hätte, $30 versenkt. Vielen Dank für nichts. Sieht mal Animation an, komm mal. Ich will. Nee. Doch, da unten, hier. Ja, da gibt's Mainz, Stuttgart da unten. Guck mal, die, 9000. Ja, aber muss auch verkauft werden. Stuttgart. Ja. Gibt's da Dortmund? Hier ist. Leipzig aus Bayern. Bayern ist heftig. $200, die wird klar gehen. Ja. Rupf auf. Ja, komm, ey, fuck off. Ja, 50% Regel, stimmt. 50% Box, ja, wir haben's immer gesagt, wir wussten's vorher. Okay. Eine Karte nur. Oh, wie das überhaupt immer so ein Ding. Noch heftiger, würde ich. Guter Reward, für was auch immer. Stuttgart. Da ist Stuttgart, Epic, Mamouche Mangala. Ja. Von dem oben hier, vom Logo. Zu 40 diesmal sogar nur. Ab auf den Markt. Okay. F1 NFTs hätten auch was. Die kommen bestimmt noch. Mhm. Bayern ist noch nichts bekannt, Calary. Okay, das heißt, wir sind durch. Die hau ich definitiv auf den Markt. Wie gesagt, das sind 180 Teile. Und wir haben ja jetzt schon, ihr seht ja, das hier ist alles voll. Ich muss mal gucken, was man für so Lewandowskis bekommt. Also ich habe so viele Sachen, die noch auf den Markt müssen, das ist pervers. Aber alles mit der Zeit. Leute, das war unsere Series 3, Series 4 und die Reward Packs. Ich gehe das Ganze mal an. Übrigens mit So Rare will ich auch wieder starten, weil der ETH-Kurs so im Arsch ist. Da brauche ich auch nicht auszahlen. Ich glaube, ich gehe wieder hart rein. Das werdet ihr dann auch sehen. Jetzt wechseln wir einfach erstmal wieder den Screen. Echt? Wann hast du erst denn Als ich drüber nachgedacht habe, dass die in beim Discord haben über So Rare und Aufstellung geschrieben und da habe ich mir gedacht, was soll ich jetzt eigentlich? Ne? Okay. So Train hat nur E-Mob-Modus für den Raum aktiviert. Ey, wie habe ich das denn gemacht? Weiß ich nicht. Das musst du aber auch wieder rausnehmen.
Vogel, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe nur gesehen, du hast das aktiviert. Wie kriege ich das raus? Kann das ein anderer Mod machen? Wie geht das? Da, Mainstream hat ihn wieder. Und denn du hast hat ihn aktiviert. Du hast ihn wieder angemacht, jetzt ist er deaktiviert. Auch, okay. Ja, okay. Also, halten wir fest. Waren das jetzt gute oder waren das schlechte? Besser als Series 0 geht's eh nicht mehr. Ich behalte einfach erstmal alles und knall das dann so nach und nach raus. Jetzt, Leute, geht es, nachdem wir die NFTs geöffnet haben, los mit der Sammlung. Womit zur Hölle starte ich? Ja, irgendwie sowas hier. Das ist schon... Durchschnitt, ja, würde ich auch sagen. War gut, aber nichts für die PC. Stimmt, das kein Dortmunder und so. Manches grob so. Also, folgendes. Ich nehme euch jetzt mit auf die Reise. Endlich ist es soweit. Wir stellen unsere Sammlung um. Was heißt das überhaupt? Vogel und ich haben uns irgendwann gedacht, weil wir haben Millionen Karten. Nicht Millionen, aber wirklich Tausende. Und wir haben nach dem Motto Klasse statt Masse entschieden, wollen wir unsere Sammlung umstellen. Das heißt, die ganze Masse, die nicht schlecht ist, soll raus, dafür holen wir Klasse. Aber dafür muss man erstmal sehen, was hat man überhaupt alles, wie sortiert man das, was wird man los, wie wird man es los, macht man es einzeln, macht man es im Bulk. Keine Ahnung, wie zur Hölle gehen wir vor. Und nach werden wir das jetzt angehen, vorsortieren, euch dann auch zeigen, welche Bulks werden wie, wo angeboten. Die meisten werden auf eBay landen, wenig bei uns im Shop, weil eBay einfach dafür geeignet ist. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr das im Stream ja dann nachvollziehen und uns einfach schreiben, ist auch cool. Und ja, so wird es dann laufen. Und wir starten heute einfach wild rein. Das heißt, wir haben überall Stapel, Kartons, Koffer, BCW-Teile. Also hier ist alles voll und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Und Vogel und ich entscheiden dann einfach, wie wir es machen. Also. Das ist schon so grob für Lots, das weiß ich. Okay, Vogel hat hier schon vorsortiert. Das ist alles Brandon Aronson. Das heißt, da brauche ich ja gar nicht weiter durchgucken. Das muss ich ja trotzdem mit anderen 100 Brandon Aronson noch zusammen. Also genau, das heißt auf gut Deutsch, wir werden das so machen, dass wir diese ganzen Brandon Aronson Karten erstmal jetzt wegpacken. Dazu werden aber noch 20, 30, 40, 50 andere Brandon Aronson Karten kommen. Und dann gibt es... ein riesen Brandon Aronson Cardlot. Gut, dass die Karte hier zu 25 nummeriert ist. Ja, manche müssen auch einzeln rein, richtig. Und die zu 125. Und was haben wir hier? Wir haben Vidovic Tops Now, brauchen wir nicht. Tops Now Rote. Ob man dann, wie würdet ihr es machen? Alle Rookie Tops Now irgendwie zusammen oder alle 5 Vidovic zusammen? Was ist da das Logischste? Ich habe keine Ahnung. Rotes. Declan Rice Prison. Vogel, was soll ich jetzt für uns raussortieren? Das kann alles weg, seht ihr jetzt schon. Alles, ja, das kann alles weg. Eigentlich. Alte Bobbys. Hm. Sebi, vielen Dank. Paul Guselmann, Tingle Tangle, Calorie, Ernesto und Abby bekommen Subgifts. Vielen, vielen Dank. Dann Knaus. Da kann man eventuell auch Dortmund Bulls rausmachen. Gut, dass das nicht so viele sind. Tonali, Foden, das sind so diese ganzen jungen Chase-Spieler, die eigentlich jeder auf dem Zettel hat. Die kann man auch irgendwie... logisch zusammenfassen. Hier ist aber jetzt noch nichts bei gewesen, was wir Shaloba, Foden, Delap, Sesko, Palmer, Sucic, Harvey Elliott. Ich glaube, hier ist nichts bei. Vogel hat das also schon sortiert. Die ja, die der da oben genommen hat. Also das wird alles rausgehen. Sidney Rebinger, Jonathan David. Das werden wir uns alles nicht aufheben. Also ihr werdet das, wie, aber wie? Erstmal muss ich, wie gesagt, zusammenfügen weiter. Ja, und wie? Das ist die Frage. Macht man nach Spieler? Macht dann man Spieler, klar. Ja, Elanga. Oh, hier. Macht am meisten Sinn. Spieler-Lots. Kehrgaards, Hannibals, okay, das Reus. Reus kann sowieso... Oh, hier kommt eine Number de Bruyne zu 25. Keine Ahnung, wo die herkommt. Und eine zu 10 Havertz. Ja, die sind dann einzeln. Ne? So, oh, Alter, Xabi Alonso. Stimmt, das ist aus unserer Spanien-Sammlung da. Simplicidad. Kommt auch so zwischendurch, aber kann alles weg. Die Frage ist, ob das nicht vielleicht sogar was für Christopher ist. Egon, ja, melde dich bitte. Das lege ich mal kurz raus. Danke Jörn, danke Shorty. Also, das ist okay. Das ist ja quasi vorsortiert und das geht dann auch einzeln draus. Das ist ein Ferran. Arbeit auch und so. Aber ja, das stimmt. Ja. Die machen wir mal, weil das ist ja jetzt nicht Bulk. Nee. Das ist Bulk.
Wo ist Harvard hin? Ich geb dir Bulb. Fangen wir runter. Bringen wir am Montag mit den Spanier. Also, die lassen wir mal einzeln draußen, weil die gehen ja definitiv einzeln. Die werden ja nicht gebullt. Den Schabelzüngen habe ich in Kaiserslautern aus der Zitat von dir gezogen. Okay, ich nehme jede. Ja, Gyros-Liebhaber, das wird allerdings anders laufen. Das wird in größeren Bulks auf eBay landen, wie auch immer, aber so wird es sein. Okay, das war vorsortiert, aber wir haben immerhin 4 Stück gefunden, die man schon mal aussortieren kann. Leider nichts, was für unsere PC von Bedeutung ist. Vogel, weiter geht's. Wir haben Zeit. Das hier musst du durchgucken. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Immer noch wie früher. Ich glaube aber auch nicht großartig PC, außer du findest mal inzwischen. Das sind alles diese typischen. Ja. Ja, hier das. Ja, aber das wird auch Mbappé-Lots dann. Mbappé-Lot oder Messi-Lot oder ja. Neymar-Lot. Da kann man sich. Leute, wie macht man das? Ist das ein Neymar-Lot, ein Mbappé-Lot oder ein Messi-Lot? Karius. Das ist sowieso Flagship Demir. Da kann alles raus. Hier, guck mal davon. Ja, das kommen ist eher gleich. PC zum Teil. Manche würde ich mir auch. Demi? Ah, die Emi haben wir PC, ja. Aber ja? Die können wir auch 50-50 bei der Menge, die wir haben. Ich nehme die mal raus, weil da kommen gleich noch welche. Aber die Emi, aber die Emi. Doppelte in Bulk. Ja, das ist bei Player Lots Google? Schwer. Ja, ja. Muss man irgendwie trennen. Chuameni, die ist gut. Ja. Der ist jetzt nach ich dem weiß. Realwechsel super gegangen. Da müssen wir uns manche was. Muss man auch einzeln reinballern. Ich glaube, nach dem davon kann man sich eigentlich fast ein paar aufnehmen. Ja, das sind nur die, die wir haben. Hat einer Chuameni nach dem Wechsel im Sinn? Ich glaube, die packe ich mal kurz hier rüber. Das ist, hat sich jetzt schon gelohnt. Ich wusste gar nicht, dass der noch da drin ist. Die ganze Scheiße kann raus. Da, die sind so unnötig wie kaum etwas. Ja, das waren Matthew Hoppies Bundesliga Heroes. Die habe ich, Leute, geile Story, kurze Geschichte am Rande. Da haben wir 20 Stück von bestellt, weil war ja America und ihr kennt ja. Und da haben wir die One of One bekommen. Und die haben wir jetzt die Tage verkauft, die One of One, Matthew Hoppy. Und sie ist sau, eine alte Kulusewski, ja. Allerdings aus Adrenalin. Ja, aber manche, man weiß es Alter, nicht. Alter, die ist korrekt. Ja. Die sortiere ich mal einzeln aus. Was macht man mit alten Kulusewskis? Das ist ja noch Parma oder ja. So. Hat der bei Parma gespielt? Nicht zu unterschätzen manchmal solche Karten. Ich sage, gehe ich durch. Die nehme ich. Kusha, was? Geht 25, ja. Schon oh, dann ist er deutlich gestiegen. Das ist cool. Tonali braucht kein. Na, das ja, ist das schon. Ist dann nicht mehr. Ja, richtig. Ach, das war diese Purple Exclusive. Die müssen wir auch mal. Also, es war jetzt schon gut, Vogel. Das ist Bull. Macht nebenbei auch echt Spaß. Ja, so Sticker da weiß ich gar nicht. Haben wir uns aufgehoben, weil, achtet, das war hier Ricky Puig. Ja. Hier war Kulusewski drauf. Kulusewski, Bastoni. Hier kommt erstmal noch. Ja, das ist da keine Ahnung. Soll man 20 Mal Hoppy raushauen in einem Bull? Kannst du ja nur. Lassana Traoré hat sich nicht entwickelt. Nee. Hier der Gravenberg Rookie Sticker, der ist korrekt. Der Trincao ist nichts geworden. Jetzt sieht man mal, wir haben die damals rausgelegt, weil wir dachten, so ein Trincao könnte ja was werden. Ja. Und so weiter und so fort. Jetzt Xerxes zum Beispiel ist dann ja erst nach Belgien, hat sich super entwickelt und Xerxes soll jetzt irgendwo in die Premier League wechseln. Sogar zu einem, also für teuer Geld. Muss man dann sehen, das war nichts. Hier, die haben wir uns aufgehoben, weil hat einer sich von Hansen, Veron oder Donnelly entwickelt? Keine Ahnung. Alte Gravenbergs, Upa kannst du natürlich wegschmeißen. Tanguy auch nicht, Gravenberg. Ja, das haben wir. Zidane haben wir einfach so, Gilmore, Jones. Hier sind nur Tonalis. Achtet, wie alt der Tonali-Sticker ist. Alte Tonalis haben wir hier drin, in allen erdenklichen Formen. Aber erstmal würde ich sagen, Bull. Ja, ist schwer, das zu sortieren. Ein Cat hier, was haben wir hier eigentlich gemacht? Das sind nur diese, die gab es in diesem Set. Nur, oder? Hm. Alter, wir haben so Unmengen. Was sollen wir da machen? Ich weiß, kommt man nicht klar. Muss man irgendwie einfach so halbwegs durchgehen. Brandon Williams, Esposito. Nochmal die hier. Ja, dann genau. Irgendwelche Update-Sticker waren das. Was haben wir denn uns hier? Ja, Eric Garcia, was ein Schund. Ja. Isak noch bei Dortmund. Ja. Leao, Alter. Ja. Frenkie de Jong als Crystal.
Zaniolo, Pazzondaka. Warum nicht Haaland? Ja, der wird da nicht drin. Zaniolo, ein alter Zaniolo. Minamino, was machen wir damit? Ist fruchtbar. Ja, ich hab was vor, viel zu sortieren. Ne? Oh, hier diese goldenen, was war das denn? Ja, das war Schweiz-Edition, glaube ich. Die goldenen. Ja. Konnten die was? Daka, also, guck dir mal an, wie viele hier drin sind. Hm. Das sind 50 Sticker oder so. Daka. Hast du nicht geschafft, oder? Daka spielt jetzt irgendwo in der Premier League, okay. Aber ich würde mal sagen, nicht wirklich. Ja, manches kannst du auch einfach dann wegkloppen. Ja, ich glaube, da kann man wirklich was von wegwerfen, oder? So hart es klingt. Kamara, hat Boubacar Kamara irgendwas gezogen? Ja, stimmt, den goldenen Wappen müssen wir suchen. Aber doch, den haben wir aber in Ordnern. Ja, da wussten wir es. Ja, war ein Bappe, das wusste alles, jeder. Das kann weg zum Beispiel. Ja, den Jari Verschaven, die habe ich mir rausgesucht. Der hat es aber auch noch nicht geschafft, so wie ich gedacht habe. Das war wieder mein Talentscouting ist ganz früh und ich dachte, der wird's, war noch nichts. Curtis Jones. Alte Grabengeist. Jones in Schwarz. Wildcard. Das sind halt auch nur Match-Attacks-Karten. Ja, ich glaube, da brauchen wir uns nicht viel von aufnehmen. Dests. Hier sind Formel 1 Sticker. Die ersten. Santos. Ja. Junge. Ich glaube, hier ist viel so Sticker-Zeug ja, bei. Ja, das ist in der Kiste. Aber vielleicht findest du ein, zwei gute, weiß nicht, wie eben. Ein goldener Joshua. Mhm. Hudson Odoi. Weiß ich nicht. Ist hier irgendein, vielleicht mal irgendein Bergwein. Mhm. Brewster hat es auch nicht geschafft. Otson, ne, das ist Koitscher, Campagna, Sander Berge, Adama, Brian Gill, guck dir, Leroy noch bei Schalke, ja. Sala noch bei Rom, Hilfe, alte Valverdes, dann kommen irgendwelche, ja, das ist auch, ja. Bentancur noch bei Boca Juniors, Hilfe, das alt. Das wird heftig, da weiß man auch gar nicht, was man damit machen soll. Lukaku. Ja, der hat es dann auch nicht, ja. Manche können. Sehe ich. Isak, Olmo. Katterbach haben wir auch drauf gesetzt, ist voll untergegangen. Ja. Donnarumma, Martial. Es ist viel so, sagen wir mal, günstiges Zeug, ne? Ja, aber manche günstige Rookie-Sticker sind halt gut. Ja, ich weiß. Deswegen haben wir sie ja aufgehoben. Wenn sich so ein Ding, was früher 50 Cent gekostet ja. hat, auf einmal 5 Euro kostet, hast du alles richtig gemacht. Ein Anthony. Oh, das ist korrekt. Ja, Alvaro, stimmt. Wir haben ihn aufgehoben wegen Ezequiel Palacios. Ja, stimmt. Und es ist jetzt richtig geil wegen Julian Alvarez. Das meine ich. Ist das nicht geil? Das macht Sammeln doch aus. Korrekt. Das ist er. Ist das auch das Rookie-Jahr dann? Das muss sein. Ja. Der war ja 2000er Jahrgang und wir haben den 98er Palacios aufgehoben. Das ist doch korrekt. Den packe ich mal kurz raus, weil der ist mir direkt ins Auge gefallen. Lapiat. Haben wir den noch 100 Mal? Scheint nicht. Den nicht. Pogba, Juve, Xerxi, Jones, Greenwood, kannst du vergessen. Ja, das war mein Hype. Flick. Schwarzmann. Der offizielle Spielball, das irgendwelche Match-Attacks limitiert. Ja. Ja, da müssen wir wirklich schauen, ob wir da einfach so ein Sticker-Lot. Ich weiß auch nicht. Aber weiß ich ehrlich gesagt selber nicht. Guckt euch das hier mal an. Das sind. Ist aber nichts bei, oder? Das ist diese ganze Update-Geschichte. Ja. Käse. Rahim, Grealish. Da sind wieder diese Update, wie viele. Nabri, ganz alt, Leroy. Was ist hier? Juri Tielemans beim RSC Anderlecht. Was haben wir hier? Ja, das sollte locker sein, oder? Die Kiste geht bestimmt für 20. Ja, ja, das. Aber wie er da boah. Leroy. Ja, das ist alt.
Draxler auch noch am Start. Und Goretzka. Da, wie er da aussieht, sieht nicht aus wie Goretzka. Das ist Rookie, Junge. De Bruyne, Belgien. Was wir hier drin finden, ist auch einfach episch, ne? Ja, da sind das, wieder, macht das macht richtig, durch das macht richtig Bock. Verscharen. Ferran Torres hier noch bei Valencia. Valverde, Minamino, Leao. Da ist wieder dieser Saniolo. Und ich glaube, Saniolo könnte auch ganz gut sein. Den müssen wir vielleicht dann doch rauslegen. Ja, wie gesagt, ich gehe durch. Ja, Fabio Silva weiß man nicht. Da kommt schon wieder die. Wie oft hatten wir denn das Update-Scheiß? Geht der Link nicht mehr? Oder? Discord? Was ist jetzt? Fehde, alte Fehdes. Guck mal hier. Wie alt war der da? 12? Rising Star Fehde. Achtet, wie jung der da war. Bobby, Süle. Pavard. Irgendwelche. Wamangitukan. Özil. Draxler, Reus bei Gladbach. Neuer bei Schalke. Oh. Ja, das sind die alte Prism Card. Also glaube ich nur in dem Ding Prism. Ah ne, ja doch da. Ne? Ja, das zwei nur, wir hatten zwei, nur Sticker. Pirlo. Uff. Der war auch noch einen Tag jünger. Puyol. Ja Leute, das war eine von 15 Kisten, die wir davon haben. Kramkisten. Das sind nur unsere Kramkisten. Genau. Wir haben euch ja damals unsere Sammlungseinteilung gezeigt. Das ist die unterste Kategorie gewesen. Ein bisschen was haben wir da jetzt aber rausgefiltert. Ich zeige euch mal eben was. Julian Alvarez jetzt auf jeden Fall aufheben, vor allem weil er bis dahin nicht im Spiel. Die Adeyemis, Kulusevskis, Son Al-Chouameni ist super angestiegen, weiß ich. Ein Xabi Alonso Auto kann man auch nehmen. 10, 25 und ein Ferran Torres Auto geht auch da. Da kann man loswerden. Eine von vielen Kramkisten, die habe ich euch jetzt mal gezeigt. Da müssen wir dann irgendwie was draus machen. Das sind jetzt schon bessere. Hast du dazwischen nicht noch andere? Nee, das Koffer ist nur die Stufe. Danach kam dann die Stufe, die du davor hattest. Wo die Koffer sind nicht dazwischen? Könnte. Wir müssen mal gucken. Wir können auch erst Koffer gucken. Gehen wir mal kurz in den Koffer, weil ich glaube, dass die nächste Stufe, und selbst in den Koffern wird das meiste eher zum Abgeben sein, weil Klasse statt Masse. Wir wollen ja Legendenautos, Ronaldos, Messis, Haalands und solche Geschichten. Also, war aber bis hier schon mal erfolgreich und das ist nur Teil 1. Wie gesagt, wir haben davon Unmengen. Wer hilft denn beim Sortieren? Wohnt hier keiner? Ich mach mal die andere auf. Jetzt, Leute. Die wecken, tue ich hier rein. Die andere musst du dann wieder da rein. Oh, ja. Jetzt Kofferts. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, das ist, da müsste man auch den Wert bestimmen. Wäre zwar lustig, aber. Jetzt zum Beispiel weißt du halt überhaupt nicht, ne? Ja, die packe ich auch zu seinen Wookie-Stickern und so und dann einen dort. Von schon eine geile Karte. Außer ja. Wie viel haben. Das ist echt Wahnsinn. Ne? Das muss man schon. Außer wir sagen, wir heben uns immer mal eine von jedem auf und hoffen auf in 20 Jahren oder so. Bei Curtis Jones könnte man es noch machen. Ja. Wenn dann die hin. Ja, ich und die ja, weg. Das müssen wir entscheiden. Weil ich das ist gedacht, Base. Das, so das von ist, jedem immer mal aufheben ist drin. Ja, das könnten wir eigentlich machen und dann die loswerden. Und Curtis Jones haben wir bestimmt noch andere Karten. Dann machst du 20 Karten Curtis Jones, die gehen auf eBay. Ja. Ich lasse erstmal ja, zusammen. Ja, mach erstmal. Pulisic, uff, die ist geil. Mason Mount zu 75, Kaleido. Gern genommen wird eBay Konvolut Dachboden von ein paar Highcards ein bisschen zeigen, können ja noch mehr drin sein. Ja, so ein bisschen locken. Ja, aber, ne? Aber wir werden es kleiner aufteilen, glaube ich. Klar, wäre am besten umso, da ist wieder Curtis Jones, mehr loswerden. Ja, musst du jetzt nicht sortieren. Boah, die ist eine Obsidian zu 50, was ja, wir ja, hier ja, drin haben. Musst du sie dir aufheben. Dann ja, haben ja, wir das hier. Ist halt Koffer. Wie hieß das denn noch? Ach, Aoki, ne? Aoki, Light, nee, irgendwas? Weiß ich auch nicht. Auch Aoki. Schon, ja, zu 25 aus Feinest. Junge. Das sind ja jetzt schon 50 Euro.
Wie, das wusste ich auch nicht mehr. Ferran, Eberechi Etze und Dian Garner. Das ist schon mal heftig. Ich packe das mal daneben. Ja, sowas wird es vielleicht mal geben. Schalke oder Schalke-Spieler, Lotz, ja, irgendwie so. Genau, jetzt die Frage, macht es denn mehr Sinn? Nee, nee, ja, je Team nach oder Menge, Spieler? Je nach Menge und Spieler. Natürlich. Und Value. Ramsdale, da ist Silva. Etze. Foden zu 75. Mhm. Conor Gallagher, auch ein Beast. Zu 75, auch nice. Da könnte man auch irgendwie Premier League raus. Etze immer wieder, Gallagher. Den haben wir geschenkt bekommen. Ja, die sind richtig alt. Die haben wir, ich weiß nicht, Mainstream, warst du das? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das Benjamin Optimus Prime? Die Dinger sind irgendwie 80 Jahre alt und richtig Geld wert. Weltmeisterschaftssticker 54. Die müssen wir uns aufheben. Ja, war auch ein Geschenk. Geschenke gibt man nicht ab. Mitch könnte auch nicht. Mitch könnte das auch gewesen sein. Wie. Aber das ist bisher alles raus, ne? Eventuell. Ja, richtig. Wie gesagt, wir packen die gleich erstmal wieder rein. Ich kann das jetzt nicht spontan entscheiden. Ja, bei so Curtis Jones, Leute, ne? Die. Ich könnte. Also die drei würde ich fast sagen, kann man fast behalten. Ja. Gebt ihr auch ab oder ist das noch in eurer PC? Ein paar geben wir bestimmt. Ein paar auf, Mbappés geben wir auch so ab. Ja, wir haben Millionen, also tausende Mbappés, hunderte. Da muss auch was von weg. Gucken wir mal weiter. Hier sind dann wieder die. Dann Justin Herbert Sticker, Joe Burrow. Das kann, was alles ist weg. Das denn? Das haben wir uns mal aufgehoben. Warum haben wir uns im Max Kepler? Oder haben wir Geschenke gekriegt? Das war hier aus diesen Blastern von Space Jam. Der Black Knight. Base aber, ne? Ja. Base Black Knight. Offizieller Spielball. Das kann von mir aus alles weg. Das kann weg, ja. Das braucht kein Mensch. Also wir nicht. Das stört nur. Alter. Ja, die kann nicht weg. Nee, nee. Einfach dazwischen. Was ist das denn? Das ist geil, oder? Wenn man sowas nicht findet. Ein Frame aus Space Jam. Ja, Chris, ist das was für dich? LeBron James Filmcell aus Space Jam. Wenn das was für dich ist, sag uns Bescheid. Aber Leute, sowas dazwischen zu finden, ist ultra, oder? Yo. Da. Die ja, muss man aufheben. Ja, ja, klar, Messi's Ronaldo. Da kommen eh Messi's und Seite und dann gucken. Ronaldo numbered, was war das? Ach, 768 ja. Career Goals ja. Haben wir eine nummerierte bekommen. Zu 700. Zu 450. Ja. Wie random Messi auftaucht, ja. Das ist auch geil. Andy Robertson Auto, Liverpool, das wäre was für. Ja. Ich könnte kein Weg raus. Ne? Die ist geil. Ja, die haben wir geschenkt gekriegt. Weiß ich auch, von irgendeinem Geschenk bekommen. Ne? Und die haben wir schon für Christopher eben was rausgelegt? Irgendwas hat's dir eben mal, aber ich weiß nicht. Das Zeug hier, ne? Ja, dieses Auto von. Ne? Ja, aber das hat er in Kaiserslautern gezogen. So, das muss dann vielleicht was für Marcel oder so. Ja. Und die heben wir auch auf, ne? Die können raus. Die können alle raus. Ne? Den Space Jam, was auch. Hat er geschrieben? Will ja, er den haben oder nicht? Ja, kann man ja eh regeln. Da müssen wir drüber reden. Ja, okay, mit Chris geht das ja sowieso schnell und ich einfach. Glaube. Dann lege ich die auch mal raus. Boah, das macht aber Laune. Und wie viel hier noch drin ist. Und wir haben noch zwei andere Koffer und noch 80 Ordner und noch 80.000 Kisten. Das ist auch okay. Messi. Donruss Optic Silver. Ja, die gibt man ja nicht ab. Nein, nein, das ist PC. Aber das sowas schon. Drin, Junge, das Ding ist richtig korrekt. Ja. Geil. Hört auch nicht auf, achtet auf die. Eine Ronaldo 2002. Die ist heftig. Und achtet auf die. Die waren aus dem die sind da einfach drin. Ja, das war aus vom Freepacks von hier. Thorsten. Euro 2008, das ist quasi Rookie. Ja, nee. Also in die Richtung. Ja, genau. Mainstream. Habt ihr von Thorsten in einem ja, dazugelegten da Pack bekommen. Gezogen, zwei Packs und das, die waren da drin. Ne? Ich kann mich daran erinnern. Wahnsinn, geil. Bleibt definitiv hier. Ja, also was ist PC? Achtet, was jetzt passiert. Edouard Michu ja, zu 10. Ja, den haben wir gezogen, aber ich kann von mir aus, weiß ich nicht.
Weg. Was passiert mit Michu bei Paris? Ist halt low, ne? Leute, wir brauchen jetzt eure fachmännische Fuß. Also, das ist jetzt hier wirklich ein Stream für Kenner, für Leute, die das Hobby wirklich mögen, ne? Halten oder verkaufen. Also, wir brauchen jetzt keine. Wir brauchen jetzt fachmännische Meinung. Okay. Dann lieber warten. Da kommt schon mal die erste. Zu 10. Celtic. Celtic wäre ziemlich cool. Weil dann kriegt er richtig Spielpraxis und ich glaube, Skill hat er. Dann auch ich. Und die ist 7 of 10. Lieber nochmal halten. Ne? Noah Lang. Die könnt weg, sag ich. Die verticken wir, ja. Noah habe ich nicht so viel. Ne? Die können wir abgeben. Ja. Also Michu heben wir auf, ja. Noah Lang aber geben wir ab. Aber trotzdem erstmal wieder in die Kiste hier. Ne? Boah. Das, ja, ja, das sind die PC-Karten. Die habe ich ja jetzt erst gefunden. Ne? Vogel. Vorgesagt hat er im Schrank gefunden. Alte Schuhmachers von Futera aus 2005. Wer ist Sebastian Löb? Das waren diese Rennserien. Valentino Rossi. Boah, das ist so eine durchsichtige Kimi, Transparent ja. Kimi Räikkönen Rookie. Und dann haben wir Lando. Ja, Tsunoda Numbered. Tsunoda Memorabilia. Mix heben wir uns auf. Erstmal würde ich. Die würde ich, ja, die würd ich abgeben. Ja. Das PC. Die können weg. Mix heben wir auf. Wir werden das meiste. Das meiste bei eBay. Aber wenn ihr jetzt was seht, wo ihr sagt, okay, dann können wir uns zumindest eine Liste mit eurem. Am besten Discord, schreibt uns bei Discord, dann schreiben wir uns eine Liste, wenn wir dann irgendwann mal soweit sind, können wir gucken, war da Interesse dran. Ich hätte aber auch eine Idee, ich sortiere dann auch erstmal grob unsere Lots und dann machen wir einen Stream und zeigen die Lots und wenn da wirklich einer ist, können wir das so regeln, dann müssen wir es nicht erst auf eBay ballern das und wär uns die schlau. Ganze Mühe machen. Habt ihr das gehört, was Vogel gesagt hat? Wir sortieren Lots vor und wer das Lot wirklich will dann und Interesse Discord daran hat, melden. Dann können wir das über Discord klären und direkt am gleichen Tag abwickeln. Dann geht es gar nicht erst auf eBay und man verpasst es. Das genau, wäre natürlich und auch. So und so bleibt es so bleibt's in der Community. Ja, richtig. Und genau, so eine Art Auktionsstream. Grob, ja. eBay mal ausgeklammert, sparen wir Gebühren. Das ist geil. Mick. Oh, das ist eine Mick Rookie Refractor. Hamilton. Hamilton, 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 die heben wir alle auf, oder? Ja, je nach Menge, aber erstmal. Erstmal, ja. Soll ich dir die geben? Ich weiß auch nicht, ich gehe eh nochmal durch. Dann gebe ich sie dir. Nachher stehen da hinten 1000 Karten. Auktionsstream wäre, ja, das machen wir. Aber dazu brauchen wir ja auch erstmal logisch sortierte Dinger. Und da setzen wir uns denn jetzt die Woche mal dran. Donnerstag und Freitag ihr haben wir ja aber die Zeit. Massen, das schaffst du nicht in 2 Tagen. Nee, weil, ja, die sehen nicht die Massen, wir haben ja noch 100 Mal mehr. Richtig, deswegen. Hamilton, oh, die ist geil, ne? Max, Max, Max. Schön die Karten, die Max, Max. Die meisten haben. Raywave, Max. Wusste ich gar nicht mehr. Lambert, Max. Anna, Max und Max. Also ich gebe dir das erstmal, aber Max und Hamilton würde ich fast ja, sagen. Ja, immer aufheben. Okay, es geht weiter. Wir sind übrigens im Koffer Nummer 1. Danach gibt es noch einen Ordner und nach dem Ordner nochmal andere. Und dann gehen wir langsam. Discord-Channel für Auktion. Ja, dann würden wir uns aber so über alle anderen stellen. Ja, eben. Das ist kacke, weil wir anderen erlauben wir das nicht und wir sagen, ah, hier, wir sind die Besitzer des Discords und wir machen das und andere dürfen das nicht, wäre irgendwie kacke. Wir können das ganz einfach machen in einem Stream. Stream. Ja. Und nach dem Stream könnt ihr euch bei Interesse schreiben, bei im Stream die Namen auf. Hier direkt von euch. Ihr sagt uns euren Discord-Namen dazu. Wir schreiben miteinander und regeln das. Vitinha kann weg, Ollie ja, Watkins, aber ist halt zu 25, kann aber weg, aber ist halt ein geiler Spieler. Verlong. Die Jangana. Da habe ich keine Ahnung, die hast du eben. Calvin Phillips. Mhm. Zu 75, der ist doch zu City. Mhm. Ja, ja, sicher. Dann geht der jetzt. Bukayo, 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 Bukayo.
Davon haben wir viele. Ich weiß. Samstag wird gut. Leute, alle, die für Samstag eine Box wollen, Samstagabend im Chillstream, geht auf Ausrufezeichen Shop, Livestream-Kategorie, guckt, was alles da drin ist und dann schreibt mir gerne heute schon mal eine Nachricht bei Instagram oder bei Discord und reserviert für Samstag schon mal eine Box. Ansonsten läuft das morgen über einen offiziellen Insta-Post und Discord-Post und was übrig bleibt, wird Samstagabend spontan rausgehauen. Gilmore. Also das würde ich sagen bisher. Da weiß ich es nicht. Jetzt kommt ein Kunkus. Was denn mit Lukas? Philips geht gut, sehr gut, sehe ich gerade. Ernsthaft? Mainstream? Ja, glaube ich. Also ist das eher eine Einzelkarte? Da ist Lukas Tag. Gerade gesagt, ein Jahr, danke dir. Okay, jetzt ist schon wieder weg. Ein Kunku war mal. Oh, hier. Ja, das war. Serdemir und Bravo. Bravo hat in der Vorbereitung richtig geknipst und Serdemir, die möchte ich einfach erstmal behalten. Nur die Basen Kunku oder? Ist ja brutal. Ehrlich? Wo bist du? Nee, er meint so. Die Philips. So, 50 bis 70 Euro. Die müssen wir direkt verticken, Vogel. Ja, eigentlich ja. Jetzt schnell ist der jetzt. Hype, ja, leg raus. Ne? Ja, links irgendwo, leg die extra. Ich leg die mal dahin. Das musst du direkt weg, das Geld musst du mitnehmen. So, also da ist dann Hobbyliebe auch vorbei, weil Calvin Phillips sammle ich nicht, wenn ich da jetzt 50 Euro für kriege. Die Serdemis und Bravo sehen wir auch. Ein Kunku. Hoppy ja, von ja, Hoppy können wir uns, ja, ja. Also da können wir uns austoben. Wamangi Tuka, ja, der ist auch nicht mehr, oder? Sargent kann weg. Silas. Kann weg. Joao Felix kann weg. Gilmore kann weg. Neuhaus Grabenberg. Grüner Wald kann eh weg. Die eine Serdemi ist von mir. Du ja. Hast uns auch mal eine geschickt, ich stimmt. Beide, oder? Ich vielleicht nicht, sogar ja. Beide, kann die werden sein. Werden wir eh behalten. Guck ja. Mal hier, was haben wir uns dabei denn gedacht? Zagadou. Ich glaube nur, weil das Obsidian war, ja, die kann weg. Ja, das kann in irgendeinem Dortmund. Der ist korrekt. Ja. Kevin Paredes, zu 199 nummeriert, 2003er Jahrgang. Ist der nicht zu Wolfsburg gewechselt? Zur neuen Saison? Oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Paredes. Caden Clark. Oh, die ist heftig. Die ist richtig heftig. Paredes heb ich auf. Ob Vogel das will oder nichts, ist mir egal. Achtet. Wer da drauf ist. Ist das die allererste Gavi von Tops? 16.09.21. Zagadou würde ich nehmen. Ja, da packen wir andere Dortmund dazu. Ottifant, heute können wir das noch nicht klar machen mit dem Namen. Wie gesagt, da werden wir dann irgendwann einen, ja, wie Vogel eben gesagt hat, Auktionsstream. Vorher müssen wir noch ordentlich sortieren. Ich glaube, Vogel, waren das nicht die ersten? Ich könnte gut sagen, als dritten. Das ist die erste, ne? Die allererste Gavi. Sind da zwei drauf? Ne? Zwei? Drei nur. Ja. Hier nur drei. Ja. Also die auf jeden Fall aufheben. Ja, klar. Kayo kam weg, Balde, Demir, Gavi. Das war auch einer so früh. Das kann alles weg. Ja, Rainer Jesus. Aber das passt ja dann schon mal hier zum Beispiel Numbered Zagadou, Numbered, ist ja dann Dortmund Numbered, ne? Ja. Mount, Kanginli, der war, Alter! Achtet, was einfach da drin liegt. Wusste nie mehr, dass wir die haben. Ich ja, aber nicht wo. Ty Adams, Wattenpatch. Die geht halt einzeln, oder? Ja, würde ich auch noch aufheben. Ja? Ja, bis zu dem Moment. Aber die wollen den verkaufen, ne? Ja, ist doch egal. Okay, Vogel will die aufheben. World Cup. Ach, World Cup. Ja, dann müssen wir die ja auch aufheben. Nein, das ist eine Base. Kieser, Trinkau. Schön euch zuzuhören. Parallel selbst, die sagen alphabetisch, man fühlt sich nicht mehr allein so bekloppt. Ist doch, ist gar nicht bekloppt. Das ist Hobby, Liebe hoch 100. Das ist das Geilste, was es gibt. Musa. Ja, auch mal eine Zeit lang, auch Young American, aber ja, halt nur Base. Muss eh alles durch. Noch eine Musa. Rovella Cracked Ice zu 23. Ja. Du musst Vogel machen. Nur die Gavi packe ich weg, da weiß ich's. Gibt mir Tyler Adams?
Wäre so der Nachfolger von Phillips bei Leeds werden. Ne? Ja, ist doch gut. Ja. Premier League Wechsel sind immer gut. Abraham, das ist jetzt hier komplett USA Pulisic, ja. Dann komplett. Boah. Das war eine frühe eine ganz junge, eine ganz alte, beziehungsweise als er noch jung war. Don, danke für deinen zweiten Vinicius-Karte. Aus La Liga. Was war das für eine Saison? Steht nicht drauf, aber Vinny muss man aufheben. Egal was das ist. Nices Teil. Verscharen, Simons, jetzt bei PSW, ja. Weiß nicht, Gradenbeck wieder Hobbys und jetzt wird's ja, richtig kommt. Crazy. Ja. Jetzt, was macht man damit? Wir hatten eben schon. Die sind gefallen, glaube ich. Die sind gefallen, ne? Aber lass ihn mal bei Dortmund kicken. Als er noch jünger war, ja, genau. Das ist Adeyemi Rookie Sticker. Der andere ist leider noch schlimmer. Der müsste auch noch die andere gucken. Was macht man damit? Mach gut, Mainstream. Was macht man damit? Hat der Jemi ein paar halten, ein paar ja, weg? Was ist so denn? 50-50 oder so. Und das Problem kommt ja, jetzt. Ja, da ist es schlimmer. Da ist natürlich. Da haben wir spekuliert auf Rookie Sticker Demir. Ja. Nach hinten losgehen. Das war natürlich nichts, ne? Ich glaube, das sind 50, 60 Stück. Keine Ahnung. eBay Stückzahl. Ja, Adeyemi geht vielleicht noch, aber das halt bitte. Ich weiß nicht, ob man den dann einfach hält und hofft, da kommt irgendwann noch was. Der spielt doch gar nicht mehr. Er spielt ja nicht mehr bei Rapid. Keine Ahnung, die kann ich vorgeben. Soll er selber entscheiden. Habe ich auch noch. Ja, das sehe ich genauso wie Trimonio. Schlimmer wird's nicht, deswegen die? Halten. Was ist das? Einfach verticken? Die verticken, ja. Zeitnah, ich pack ja, das ja, mal zu Philipp. Zu Philipp, ne? Dann haben wir hier aus diesem Fire, oder wie hieß die? Mensch, Text Fire. Zu 250 Bobby. Hi Benjamin. Eine Lewandowski zu 500. Hier ist noch eine Lewandowski zu ist immer gleich 500. Ja. Und dann eine Rashford zu 100. Also das war eine der ersten. Vielleicht war es auch die erste. Ich habe keine Ahnung. Was macht man mit den Feierkarten? Haben die einen Markt? Weil ich gucken, ja. Wir brauchen ich die nicht. Sagen, ja. Die können wir ruhig verticken. Ja. Letzte Reihe im Koffer. Dann reicht das auch erstmal mit dem Koffer, aber dann gehen wir in den Ordner. Oh, das Schlimme ist. Wir haben auf Adeyemi immer gesetzt, ne? Mhm. Nein. Geht's weiter. Aber bei ihm geht's noch. Ja, am besten. Das ist sogar hier noch Salzburg. Das glaube ich ein Jahr später, oder? Ja. Aber hart auf Adeyemi gesetzt, ne? Hi Ronny, also Adeyemi muss bei Dortmund liefern, das steht fest. Und wir werden uns vorher definitiv schon vom Teil trennen, weil das ja braucht kein Mensch. Ach ja, ein bisschen aufheben, ein bisschen weg. Und ihr kennt unser Motto, ne? Die ist natürlich dann schon wieder andere Stufe, eine 99er Gavi Platino. Das ist hier die. Die wollte auch jeder aus, was war das? Gold? Ich glaube, war das Gold? Ich kann. War Gold, oder? Gold, ja, richtig. Die heben ja, also Gabi ist ja alles aufheben wie Dortmund auch. Der gesamte Prozess kommt mir etwas seltsam und dubios vor. Kannst du das bitte etwas transparenter erläutern? Matthijsse, Willi, was meinst du genau? Welcher Prozess? Genau, welcher Prozess genau? Da ist noch eine, Gabi. Ja, aber das ist die normale Limited Edition. Aber schön, ne? Ja. Das sind diese MGK. Ja. Das ist holländischer Style. Wie heißt das denn noch in Holland? Ach so, okay, ja, ja. Mit dieser Ketchup, Mayo, ja. Zwiebel drauf. Ah, oh, fuck, das ist lecker. Mhm. Wie heißt das denn noch?
sagt uns jetzt einer. Gabi, Gabi ist natürlich Endlevel, was wir hier. Frikandel, ja. Oh, so geil. Also die Gabi ist so, und jetzt, Gabi war klar aufheben, jetzt pass auf. Ja, Teile gucken, ja. Von Mbappé, die wir ab, wir werden welche abgeben, welche weiß ich, die auf jeden Fall nicht. Ja, ich würde sagen, eine von jeder Art halte ich. Der Rest kann von mir aus weg, wenn wir welche dann dreimal haben. Zu 99 nummeriert. Dann kommt Philipp Foden. Dann kommt Eduardo. Die gebe ich dir erstmal. Oder die Mbappés. Ja, die müssen woanders. Die Gavis auf jeden Fall. Gavi bleibt ja, aber, ja, oder? Aber ich packe trotzdem hier rein. Ja, sonst kann ich dir das gleich einfach alles wieder geben. Hier ist ja jetzt so ein. Was haben wir hier denn? Kamavinga Rookie aus Aoki oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist, glaube ich, Standard. Kamavinga 49. Anzu. Pedris. Ja, wie ihr seht, das ist einfach auch zu viel, Pedri, ne? Ich sag ja von jeder eine. Also, obwohl Pedri geil ist und Personal Collection ist, ist es zu viel, weil das ist zu viel Masse. Und ihr habt ja unser Motto gehört. Und jetzt die Fati geht auch zum Teil weg. Ja, richtig. Aber nicht, also Fati ist Teil unserer PC, aber nicht in diesen Massen. Nicht in diesen Massen, nicht 50 Champions League Chrome Fatis. Was sollen wir damit? 2, 3 kann man behalten, aber. Seht ihr hier alle. Ja, sowas hebt man auch. Klar. Ja, die ist auch. Tonali Rookie aus XR Chronicles Sinando? Von vor 2 Jahren. Oder? Sie haben so einen weggepackt. Die ist einfach so weggepackt. Okay. Weiß dann ich ist nicht. Es ist halt noch von Brescia ja. Calcio. Das waren die Pedri Silver Refractor Rookie ja. aus Mosaik. Und Nico Williams zu 75. Weiß ich nicht. Der wechselt doch jetzt zu 20 Millionen, haben wir heute gelesen, zu Nottingham. Ja. Das kommt mit auf den Stab. Oh, Alter, die war, die ja. war, ich glaube, 400-500 Euro wert. Ich sage auch nicht, was man damit macht. Halten, was? Einfach noch halten. Die ist tot, oder? Wofür? Ja, wie wo, die sagen, wo spielt der denn? Wenn was am Down ist, muss es auch nicht verkaufen. Es wird nicht schlimmer, dann lieber hoffen, Mann. Ja, dann hoffst du mal ja. bei Grünwald. Die ist geil. Das ist Rookie Mason Mount aus Chronicles, ich weiß nicht, ja, Level 2 ja. 2019-20. Die ist schick. Die würde ich auch behalten. Ich glaube, der werden alle Chelsea. Tonali melde ich mich an. Ja, das geht klar. Packe ich auf den Stapel. Zu der von Chris, die ja auch schon. Greenwood willst du auch? Also Mount, so wie die ist, ja. würde ich die behalten. Die packe ich safe hier drauf, weil, boah, das sind die schönsten Karten in dem Stil, die es jemals gab, finde ich. Diese Rookie-Tickets mit dem Weiß, die dann noch in Cracked Ice, Wahnsinn. Anzufahrt die Rookie-Ticket. Dann haben wir uns da eine ganz alte Squad-Update reingepackt und das ist ein Rookie-Sticker. Aber auch gesunken. Ja. Bin aber hier zweimal. Und dann ist der Koffer erledigt, Vogel. Hier am Tisch müssen wir gleich mal ja, gucken, da gebe ich dir dann einfach was zurück. Muss dann da zu den. Ja, richtig, er ist noch nicht verurteilt. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Dieser Ordner ist jetzt nichts Besonderes, glaube ich. Da sind auch viele. Ne? Nochmal so Karten. Eigentlich wie da jetzt auch schon. Und hier von den Dingern haben wir 8 oder 9 Stück. Und da müssen wir halt auch durchsortieren. Und das sieht dann halt immer so aus. Ähnlich. So wie eben. Kamavingas, die wir schon hatten. Aber wie gesagt, ich will auch von jeder eine aufheben. Die bleiben. Alle. Der Gavis bleiben. Ja. Pedris. Ja, sowas. Eine Marvels Gold behält man. 3 Marvels kann 2 vom Weg. Ja, genau. Ja, von der Seite. Nee, Pedri Living Set. Muss man gucken, ich habe keine Ahnung. Geht. Hat einer einen Plan, wo das steht? Das ist die erste Pedri-Karte mit Messi drauf, weiß ich noch.
Scores on UEFA Champions League Debüt. Das müsste eine der ersten gewesen sein. Die hier. Oder? Pedri. Schade, dass das nicht damals schon echte Autogramme war. Dann Pedri. Fati. Aber richtig, Match-Text Fatis weiß ich nicht. Ja, sind halt alt, ne? Die ersten. Richtig alte Ansu Fati Rising Star aus von vor 2 Jahren oder so. Sticker. Vinis. Vinis. Oh, die ist geil. Hi Niklas, danke für den 6. Die kann Platz mehr, ob da 2, 3 oder 5 ist doch egal. Ja, ist einfach, die Masse ist zu viel. Ja, genau. He-Man, danke für deinen 5. Wir wollen einfach viel, wir wollen einfach Platz schaffen. Und das ist alles viel zu viel. Wir wollen lieber absolute Knallerkarten. Und davon holt man sich halt nicht jeden Tag 5 Stück. Vinny. 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 Die alten Rookies, die Brasilien. Der ist alt, ja. Ja, die sind besser. Ne? Rodrigo. Rodrigo mit Bale damals, Rookie-Sticker. Rodrigo. Ja, und der kann natürlich der kann safe weg. Ne? Weg. Ja, das war noch. Und der Sergino Des kann dann auch wahrscheinlich weg. Auch weg mit den Amis. Da hier haben wir alles, wieder ja. Demirs und Nikos können auch weg. Ja, auch und dann Juma. Also ihr seht, da sind auch viele Sachen bei, die dann ins Bulk gehören. Pedri, Topsnow und Lebenszeit jeweils ca. 25, meine ich. Das sind dann halt schon 300, 400 Euro, ne? Können wir investieren in was auch und, immer. Und für 400 Euro kaufen wir uns ein Bellingham-Auto zu 25 oder so. Dann ist das dann die nächste Stufe. Hast du da mehere Stapel von? 2, aber das geht. Das ist, und ja, jetzt, Leute, Zeit gehen wir eine Stufe höher, aber auch selbst davon wird was wegmischen. Ja. Also so ein Wanner zu 170. Schwierig. Musiala? Zweimal zu 170, ich glaube davon. Aber geile Sammlung. Ja, aber viel zu viel. Wie gesagt, da muss was von weg. Das ist einfach, das geht gar nicht anders. Ich glaube, Musiala ja, erstmal behalten. Bei Wanner würde ich sagen, ja, kann man fast abgeben. Dann Fatih Number, Bukayo Number. Und hier ja, geht es jetzt. Also, jetzt kommt wirklich der heiße Scheiß, ne? Bellingham Starball ist schon einfach gut und bleibt wahrscheinlich auch bei uns. Ich lasse das Vogel aber. Und jetzt achtet, was jetzt kommt. Gavi Gavi. Helles Fiege, danke für den 7. Gavi Starball Vogel. First Edition. First Edition Gavi Starball. Das ist schon nice. Musiala zu 99. Elanga Rayway. Weiß ich nicht, ob man Elanga aufgeben kann. Ja, Elanga. Weiß ich, aber wir packen erstmal dahin, klar. Aber wir ist wollen ja auf auch jeden Fall machen für gute Karten. Iqbal hat unterschrieben und soll drauf gesetzt werden, hörte ich. Hier ist nochmal eine Numbered Musiala. Hier ist eine Ronaldo als Neon Green Lava. Dann eine zu 30 Fonsi. Aber die würde ich eher abgeben. Fonsi haben wir zwar gesammelt, aber ja, ich weiß auch nicht, Kanada ist auch so gefragt. Und ich eigentlich, wenn ich jetzt sagen würde, was will ich in Zukunft in meiner Sammlung haben, ist Fonsi nicht dabei. Ja, dann müssen wir unsere Fonsis auch loswerden. Wir haben auch heute einen Levi zu 30 Starball auf eBay eingestellt. Dann können wir den direkt ergänzen. Fatih zu 175. Also jetzt wird es langsam heavy. Ja, aber jetzt ja, wird es ja, richtig heavy. Abwarten. Jetzt wird's pervers. Wir kommen in den Pervers-Modus. Da sind gute zwischen einfach so, ja. Die müssen auch noch manche ins Schließer, glaube ich. Gavi Base. Gavi Rookie Refractor. Ich bin bei euch. Ich hätte auch gewartet. WM. Bei Fonsi. Ja? Da ist so ah, ja, stimmt. Auch mit den Jungs. Kann auch man machen. Hier. Wie heißt der andere? Night Vision. Raywave.
Gold. Genau, und David, den meinte ich. Gold? Aber da fehlt eine. Die ist weg, glaube ich, oder? Sind die schon im Schließer? Ja, dann müssen die da aber auch rein. Ja. Dann haben wir hier Bellingham numbered. Musiala Raywave, da muss man dann gucken. Fati zu 25. Ich gebe das mal rüber. Also da ist tendenziell viel bei, was wir behalten. Ja. Da ist sie. Ach nee, da ist sie. Ja, das ist sie. Doch nicht. Muss ins Schließfach. Alle. An dem. Da kommt nämlich die auch noch zu. Wir haben die Night Vision 125, 50, 25, Raywave, Refractor, Base. Nee, bei letzten Preis sind wir nicht. Also, Pearl Haaland ist eher was für uns. Was ist das denn? Das habe ich jetzt gefunden. Sind zu 500 alle. Ist irgendeiner Manchester United-Fan? Die sind scheißen alt. Ja. Upper Deck. Die sind nicht so wertvoll, aber. 2004. Numbered Solskjaer, Numbered Scholes, ja, Numbered Keen, ja. Giggs, Ferdinand, O'Shea. Ja. Dann ein Dirk Nowitzki 2003-04 Memorabilia. Und guck mal, wer hier kommt. Ja, ich weiß. Gut, dass wir davon viele genommen haben. Gavi. Nochmal Gavi. Gavi, 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 Gavi. Das ist gut. Aber hiervon auch definitiv welche, also die hier würde ich alle abgeben. Die Gavis. Gavis halte ich. Ja. Ja. Zu halb. Messi, was ist das? Einfach nur eine Base? Ja, aber die sind gar nicht so schön. Ja. Bellingham Obsidian, das passt halt perfekt in unsere Sammlung, weil unsere Sammlung Bellingham, Haaland, Messi, Ronaldo, Legenden. Das soll bleiben. Das sind die, die uns Gringo geschickt hat. Einfach so. One of 10 Haaland und One of 10 Bellingham. Gringo, Junge. Das ist einfach krank. Danke, danke dafür nochmal. Dann haben wir hier die Pedri Fati zu 99. Und die Pedri Fati zu 49. Ich glaube, da ist klar, dass die bleibt. Party zu 25 Memorabilia. Dann haben wir hier die PSA 10 Haaland Inception zu 25. Die Dirk könnte gehen, ja, irgendwo hin. Die Dirk, ja, die brauchen wir, glaube ich, aber die habe ich dir gerade gegeben. Ja, gib mir die mal eben. Die können wir dann mit auf den Stapel. Ein paar haben ja jetzt direkt gefragt. Dann legen wir den da mal hin. Mukoko Haaland, die ist geil. Und genau so soll am Ende die Serie aussehen. Alles, was top ist, sowas hier, die PSA Slab, alles, was nach einer 9-10 aussieht, am besten Fall in Slabs. Und dann hat man wirklich eine Klasse, sagen wir 300, 400 Slabs mit Top-Karten wie der, alle PSA 9 oder 10. Das soll am Ende die, das ist der Wunsch, wie die Sammlung aussehen soll am Ende. Also. Nur mal, damit ihr wisst, wo die Reise hingehen soll und was, weshalb wir dann auch eben viel von den Sachen loswerden wollen, die ihr jetzt seht, weil die kannst du A, nicht alle graden und B, sind nicht alle die Klasse, die wir wollen. Aber die Menge an guten Karten, die es ja sind, lässt sich ja veräußern, zu Geld machen und dann investieren. Und so funktioniert ja das Hobby in die guten Karten. Ne? Also, es macht ja Sinn. Also, Mbappé, Starball, Bukayos. Dann hier Nkunku. Oh, das ist doch was für Lukas. Lukas. 49, 99. Nkunku, siehst du? Irgendwas findet man zwischendurch. Lukas. Adeyemi Number. Musiala zu 50 ist halt auch geil. Tonali. Oh. MC Barbara. Achte, was wir hier haben. Eine zu 5. Bist du. Ich leg die mal für dich raus, ja? Die auch. Das ist was für Fabian. Messi zu 99. Ist geil. Das ist auch, das würde ich auch PSA. Das ist PC und ja. Das würde ich auch PSA graden.
Lukas, ich schreibe dir später mal, okay, ein Kunkus. Bellingham ist für uns, Haaland, Mbappé. Es ist ultra geil, wenn man sich das so lange nicht angesehen hat, wenn man sieht, was wir alles haben. Und das ist nur ein Bruchteil. Packt zur Seite, hast du gemacht, ne? Habe Tomaten. ich rausgepackt, ja. Das ist ja nur ein Bruchteil. Haaland, Verstappen, Bellingham, Tsunoda, Hamilton, Lambert, Ja, Gavi. Puh, wo kommt die denn her? hast du doch gezogen, ne? Die habe ich Erste, gezogen. glaube Was ich. Erste Pearl? halten? Ich weiß es nicht. Ist Winnie ein Hold oder ein. Das muss man ja auch wissen, ob man. Ja, Für für uns PC. wissen, ja. Für. Oh, er nicht. Ja, nicht, ne. Vor allem, was für einer? Für Ja, uns eher nicht. klar, das ist so eine, klar müsste man sie halten, aber ist nicht PC. Ja, ich weiß, halten, weil gute Karte, Ja. wertvolle Karte weiß ich, aber es geht ja um unsere Sammlung in Ich Zukunft würde sie und Winnie. abgeben. Oha, okay, da sehe ich schon. Pack ich raus, Marcel, habe ich verstanden den Call? Jetzt wird es wieder pervers. Zu 125 aus Jade. Cristiano Ronaldo, 42 of 99. Sensational 40 PC, Yard Strike. Das ist PC. Haaland zu 25 aus Jade. PC. Alter, und die habe ich selber gezogen. Ist das geil oder ist das geil? Totti zu 89 Origins. Da geht mir einer ab. Solche Legenden, da werde ich mit Vogel auch hart reingehen. Maradona, Pelé und. Ronaldo, der Alte, der Dicke. das war hier von Styrian, Das ist ein unser. Geschenk, das gibt man Ja. nicht ab. Jude Bellingham zu 150 ist PC. Bellingham Rookie zu 99 ist überragend. Oh! Na, die ist vielleicht für einen Jude. Egon? Ja. Egon! Pack die auf jeden Fall raus. Jude und Egon. Verstehst du das? Reyners müssen wir auch abgeben. Haben wir viele, aber klar, damals halte ich. Ich baue Ja? auf den Jungen, sicher. Vogel baut immer noch auf Reyner. Nee. Haaland, Haaland, Bellingham. Da haben wir doch den ersten Teil. Das ist halt so völlig random hier, ne? Bellingham, Jude, Bellingham. ne? Haaland. Was ist das zu 25? Die haben wir auch von Egon. Jude, Fahrt. Aha! Aber. Oh. Egon, ist auch was für dich, oder? Aber es sind ja auch die, die wir am Ende wollen. Nee, Jetzt stellt deswegen sich die entscheidet Frage, nicht. will man eher den Ne. Bellingham-Deal oder will man eher das für die Das PC muss man für später? sich wissen. Ne? Packt sie Ah, es erstmal tut weh. dahin zum Trade. Vielleicht. Das tut weh, Egon. Das tut weh, Egon. Bellingham, Haaland, Bellingham, Numbered, Haaland, Bellingham. PSA 10, 2019, Kylian Nope, Mbappé. kann weg, hat er selbst gezogen. Oder will Okay, ihn. dann behalten wir die für uns. Safe. Die gebe ich auf keinen Fall ab. Die ist klar, also da soll die Sammlung ja hingehen in die PSA 10 Kategorie, ne? Und die habe ich in einem Deal eingebunden mit El Fadi. Kann das sein? Anon-Stapel? Da hinten nur, glaube ich. Hier jetzt nicht. Sollen wir noch ein paar Stapel durchgehen von Also den doch etwas da. besseren oder sollen wir anfangen mit dem Breaken? Ja, bring mal noch mal zwei so Stapel durch. Bitte mehr macht sehr viel Spaß. Stapel noch mehr. Ja, die wollen definitiv Stapel. Alle Stapel, die wir haben.
Ja, also Breaks kommen ja sowieso, ne? Und ich will, und das ist ja auch wichtig, Breaken, das ist unser Kerngeschäft, das wisst ihr. Samstagabend wird der Baum brennen. Wer eine Box für Samstagabend will, schreibt mir bei Instagram oder bei Discord. Alles, was ihr in hier Ausrufezeichen Shop findet, ich gebe das mal ein, unter der Livestream-Kategorie Samstagabend geht. Wer ein Museum will, Samstagabend, haben wir ein ganzes Case. Wer Chronicles will, haben wir ein ganzes Case. Jade, Chrome Hobby, Light Hobby, Einzelpacks. Champions League Sapphire ist heute angekommen, ne? Das ist gar nicht so high-end, das schon grob vorsortiert. Aber da werden sowas, was dann auf eBay landet, das ist auch sehr Oh, High-End ist vorbei. humanes Zeug, weil Vor auch in Massen halt MVPs. ja, stimmt. Vorgesagt, ah hier. Die alten, ja genau, das ist ein gutes Beispiel. Ist jetzt zwar nicht mehr so high-end wie eben, aber diese ganzen Mbappés sind mittlerweile ja auch alle 5 bis 10 Euro wert. Und das wird genauso dann in Massen auf eBay in Bulk landen. Da ist er auch drauf. Also das ist hier nur Mbappé. Alles. Komplett. Und ich glaube, für Ja, das macht 40, in 50 Massen gut. Mbappé-Karten gibt es einen First Look Sapphire eventuell. Issa, ich kann dir jetzt schon mal verraten, dass wir Samstagabend im Kaltgetränkmodus und wenn wir schön zusammen chillen. Ich habe schon gesagt, Vogel und ich öffnen drei oder vier Sapphire und unser Ziel ist Gavi. Also ja, es gibt einen dicken First Look. Also. Ja, das ist die Anzahl. Das wird ein geiles Bulk. Ja, aber Und kannst du nicht auch, in eins fassen machen, aber ey, wenn das du sind, selbst die sind ja schon. ja, Lass manche davon alle sind 2 gut. Euro wert sein, dann Ja. sind das aber hier Milliarden. Ja, das ist dann noch diese. Also wie gesagt, wegen Samstag gibt es aber morgen eh nochmal eine Info bei Insta und bei Discord. Und wenn Boxen überbleiben, machen wir das Samstagabend spontan. Wenn ihr dann noch boxen wollt, einfach melden. Wir haben sogar, was ich auch sagen wollte, habe ich ganz vergessen, die Chronicles aufgeteilt im Shop auf La Liga, Premier League und Serie A Einzelbox kann man dann kaufen. Könnt ihr euch auch für melden. Sapphire, wer keine ganze Box will, kann ein Zweier-Pack-Bundle holen. Jade, ein Vierer-Pack-Bundle. Chrome Hobby ein 6er-Pack-Bundle, Chrome Light ein 4er-Pack-Bundle. Was hatten wir denn noch? Eins noch, ich weiß aber gar nicht, was hast du denn noch? Sapphire hast du? Ja, da hast du. Ne, dann hast du, glaube ich, alle aufgezählt. Ja, also es gibt auch Pack-Bundles. Mbappé, Mbappé, Ja, Mbappé. das läuft so durch. Mbappé, 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 Jetzt. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Ja, die Ja, sind dann schon gut, ne? ist auch. Ich habe schon grob Mbappé, notiert, mal angefangen irgendwann Mbappé, mal. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Mbappé, wisst ihr jetzt, was wir meinen mit Masse? Und dann auf einmal kommen Ja, das Adeyemi, ist. Und du Rodrigo, hast ja. als Wir hatten ja wir hatten ja eben. eben noch nicht genug. Ja. Kammer, 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 Kammer. Ihr seht, wo das hinausläuft. Winnie, 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 Winnie. Fati, 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 Pedri, 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 Pedri. UFC kommt gleich. Was ist denn Dambad Wirtz? Was ist aus dem UFC-Break geworden? Der kommt gleich, Sebi. Ist gut. Elanga, ja, und da, Ja, das ist so dann wieder typische, genau. Bulk. Das Vidovic kam auch noch. hier, Was haben wir hier das ist jetzt auch noch? nochmal so. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Eher PC-Karten, manche nicht mehr. Ronaldos, Messis, Ronaldos, Messis, Ronaldos, Moukokous, Haaland. Ja, eben. Das ist echt Massen, ja. krank. Also, und Das ist das Problem. wir haben noch mehr davon. Das darfst du nicht zeigen. Gut. Was ist das? Alter Vogel, der Perversling. Ich hab's mir. Winnie? Da kommen auf einmal wieder solche. Reyna, Jude, das ist echt krank. Das ist absolut krank.
ein Shop-Job kommt. Jonas, du kannst gerne mir jetzt schon schreiben, wenn du Interesse hast. Alles, was bis Samstag schon als Reservierung über Instagram-Nachricht oder Discord-Nachricht kommt, ist safe Samstag dabei. Alles, was überbleibt, wird Samstag im Stream vergeben. Ein Drop in dem Sinne gibt es nicht. Ich informiere euch heute nur schon mal vorab über die Info, die eigentlich morgen erst kommt, dass für Samstag Boxen bereitstehen und ihr euch demnach bei mir melden könnt. Okay, komm, den letzten Stapel, dann ist aber auch gut, ey. Die ist geil. Ach, das sind unsere Museum, jetzt erst gezogen, ne? Haaland, Verstappen, Hamilton, Verstappen, immer noch Hamiltons und Verstappens, Haalands haben wir auch bis Ultimo. Verstappen, Toto, Pedri, Ronaldo, Gavi einfach mal zwischendurch, die muss da raus. Ja. Gavi, die muss da raus. Ja. Jetzt wird's richtig heftig. Was ist das denn? Ich weiß nicht, warum die dabei. Ich glaube, die haben wir geschenkt gekriegt. Die haben wir geschenkt bekommen. Dann dürfen wir sie eigentlich nicht verkaufen, ne? Ja. Das ist ein Julian Weigel zu 50 Auto. Geschenke verkauft man nicht, die muss weg. Hamilton, Verstappen, Hamilton, Verstappen, Verstappen. Der Liam Lawson, der kann definitiv weg. Nico kann weg. Boah. Also das ist ja dann Legend-Sammlung, oder? Kannst du für den Deal dahin gehen. Außer du. Oh, Christopher. Ist das was für dich? Sag einfach nein. Die habe ich dir geschenkt, um dir was Schönes zu gönnen. Nein, Elfer, die Geschenke verkauft man nicht. Christopher, sag einfach kurz nein. Dann kommt er dann, der nächste ist mein nächster auch Legend. Drogba zu 45 ist auch Legend. Ja, verdammt. Ja, Drogba wahrscheinlich auch. Wir brauchen gute Argumente. Ja, wir brauchen gute Argumente, das weiß ich. Aber die würde ich auch behalten. Tornetz, Bayern. Würde ich abgeben. Ja, ist aber wahrscheinlich nichts mehr wert, oder? Und dann haben wir hier PSA 9 Prism 2014 Ronaldo. Das ist dann eh in Richtung Sammlung. Und Living Set PSA 10 Haaland. Okay. Ich glaube, ihr habt einen groben Eindruck bekommen, Vogel. Bis auf das da hinten. Ja, wie gesagt, das müssen wir eh alle durchgehen. Gib ich dir. Ich stell das für den anderen. Wo denn? Ja, mal viel Schritt. Krank, oder? Und Leute, das sind wie gesagt echt nur Teile davon. Ihr wollt ja gar nicht wissen, im Schließfach, was da alles rumliegt. Das ist echt crazy. Würde ich nehmen, das Netz, schreibt Ronny. Wo habe ich das denn jetzt hingetan? Ronny! Verdammt, das kam zu spät. Wo habe ich es hingetan? Das Netz. Das ist bestimmt gerade auf dem Stapel, den ich schon wieder weggeschmissen habe. Ich glaube auch, das hat Vogel gerade weggebracht. Ich such's dann gleich hier. Das möchte an. Ronny wird das nehmen. Ja. Schickst du die Karten selber zu PSA? Nein, das werde ich über einen Mittelsmann machen. Über welchen weiß ich nicht genau. Ich habe aber zwei im Kopf. Mit einem muss ich mich noch unterhalten. Und die auch noch. Okay. Okay, Leute, das war TTC Sammlungsumstellung Part 1. Hat ihr habt noch nichts gebracht. Nein, wir stellen noch nicht um, aber das, was ihr gesehen habt, plus ein paar andere Sachen, wird jetzt die nächsten 3 Tage sortiert, 4 Tage, wahrscheinlich dauert es eher 2 Wochen. Und dann kommen wir nächste Woche zu Teil 2 online und schaffen ja vielleicht schon die ersten Auktionen. Denn wenn die schon mal geschafft sind, ist ja auch schon was weg, was ja auch schon mal gut ist. Und beim Sortieren werden wir auch nochmal was finden, was für uns gut ist und bei uns bleiben soll. Und auch nochmal was, was vielleicht in den Deal einfließt, den wir am Montag machen, wenn wir Besuch kriegen. Okay, Tornet suchen wir, gehen was an. Ich würde sagen, wir starten mal. Mit Jakub, The Real Kuba. Bist du da? Wobei, ich frag mal kurz nach ihm.
Und dann starten wir in den Break. Okay, The Real Kuba ist da, das ist schon mal gut. Aber wie ihr wisst, lautet ein Motto von TTC, dass man sich auch immer ein bisschen selbst belohnen muss. Einfach fürs gute Gefühl. Und das tun wir heute. Und weisen dann gleichzeitig mal darauf hin, weil wir werden so oft nach Slaps gefragt. Ihr wollt alle Slaps und habt, glaube ich, vergessen, dass es die Dinger hier gibt. Und weil ich die eben im Regal auch erst wieder gefunden habe, habe ich jetzt Bock, drei davon zu öffnen. Ich war, das letzte Mal habe ich einen geöffnet, wurde mir einer geöffnet in Kaiserslautern. Ich hoffe, ihr bekommt keinen Besuch aus Wermelskirchen. Ne, der Besuch kommt aus Bochum und aus, ich weiß gar nicht. Nee, ich weiß auch nicht. Christopher, wo kommst du nochmal her? Ich weiß es nicht. Mukoko, genau. Also, ich öffne jetzt drei davon und die Dinger werden auch für Samstag im Stream verfügbar sein. Wenn ihr die jetzt seht und Bock drauf habt, sagt einfach Bescheid. Das einzige Problem an den Teilen ist, die gehen ultra schwer auf. Schwer oder Mist? Drei Stück. Selbstgönnung. Aber bitte Bad Salzung, so heißt es. Boom, Soccer. Ist gut, Soccer nimmt man. Illy. Matthew Hoppy ist schon wieder Soccer. Ja, das ist gut. PSA 10 Hoppy ist korrekt. Rookie ja. Becomes first American to score a Bundesliga Hattrick. Soccer, viel besser wird's nicht. Das war's für Ilie. Ich glaube, der nimmt die. Schon mal gut. Soccer ist genau das, was ich will. Ich nehme auch gerne NBA. Wo ich raus bin, ist halt Baseball. Ja, Fußball geht noch, aber Baseball. Fußball geht noch, Baseball. Nein! Eine PSA 10, aber beides 10er bisher. 2008 mein Bowman's Best Pass Performance von Gleyber Torres. Könnte auch Beckett mal sein. Ne? Hier sind, glaube ich, zu 99% habe ich gelesen, PSA drin. Und im letzten. Wieder. Soccer. Doppel. PSA 10, PSA 10, PSA 10. Hm. Ist Dingens da? Armprogramm, check. Hi Tilo, hi Vogel, hi Nick. Mit Tilo bin von 1940 beim Physio und 20:10 wieder zu Hause. Passt das für den Break? Bis dahin habe ich dich fertig. Habe ich dich fix und fertig, Patrick. Aber nehmen wir. Ist cool. Also, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das wird einfach irgendwie rausgehauen. Das wahrscheinlich über den Shop. Und die frage ich Ili, ob er die haben will. Sind die Certain Nummern Folgen von den Hobbys? Ach so. 23 und 24. Ja. Das ist schon Zufall, ne? Hast du recht, ey, wie viel Zufall muss es sein, dass wir die hier aus den drei random Dingern ziehen? Das heißt, die senden die ein und kriegen die so hintereinander? Oder? Ja, oder stimmt, habe ich gar nicht drauf. Ja, die sind 23 und 24 hinten, das ist crazy. Das muss man auch erstmal schaffen, aber geil. Also, die Dinger feiere ich total, hier ist immer ein Slap drin, meist PSA, wer der Bock drauf hat, sagt Bescheid. Das jetzt heißt, gehen wir die rein. Kaufen die noch nicht mal gegradet, die kaufen die Karten und lassen die graden? Weiß ich ja, da nicht, ja, muss ich anrufen. Wenn die Nummern so ja, sind. Genau, Vogel. Ja, ja, scheinbar ja. Wer kommt jetzt? Jakub. Jakub. Jakub M. Und Jakub M. hat eine Jade gekauft. Und auch Jade wird es am Samstagabend geben, wer Bock hat auf Jade. Hi André. Wird direkt mal einen nehmen. Jona, Samstagabend. Da haben wir noch ein paar. Du kannst 40 Stück davon noch kaufen, Samstagabend, wenn du möchtest. Also, wie gesagt, alles, was du unter Shop, Livestream oder eben Soccer siehst, ist quasi verfügbar. Das ist gar kein Problem. Und Jona, wenn du mitmachst, Samstagabend, haben wir auch für dich immer noch auf der Liste, weil du warst, glaube ich, einer von den Simplicidad-Losern. Und, Jona, ja, ist dabei. Und der ist noch nicht durchgestrichen, meine ich. Bedeutet auf gut Deutsch, der wird noch 6 oder 4 bis 5 Packs kriegen von diesen Match-Attacks. Ich glaube, 3-3. 3-3. Ja. Ja. Gut. Ja.
Komme ich nämlich gerade drauf. Also, wenn du Samstagabend dabei bist, dann komme ich nämlich gerade drauf, könnten wir das direkt abwickeln. Wo ist er? Wo ist er? Jakub. Er hat geschrieben, er ist da, glaube ich. Gehen wir es an. Jakub machen wir. Dann kommen die UFC-Jungs. Und zwar in der Aufzeichnung die Box einpacken, wäre mega. Das kriegen wir Ich hin. glaube, das passt, ja. Dann kommen die UFC-Jungs und zwar in der Reihenfolge, wie ich sie bei Discord habe. Und Patrick, du musstest ja zum Physio, hast du geschrieben. Soll ich mit deiner Personal Box beginnen? Jetzt gleich hier nach. Ja, es sei denn, Patrick sagt, er Ja, hat okay. jetzt eh Zeit und wenn er zum Physio muss, dann hat er da keinen Zeitdruck, dann machen wir das jetzt. Und die sind hier auch so sortiert? Nö. Ach so, dann steht ein Name dran und dann müssen wir das gleich so regeln. Ich mach das. Ja. Du sagst mir dann ja, den ja. Namen. Nur, dass ich den Namen schreibe mir trotzdem. Ist Patrick wieder weg? Patrick, er ist viel zu viel am Arbeiten. Das geht so. Der ist viel zu viel am Arbeiten. Ich muss dir mal kurz eine Voicemail schicken. In der Zeit hat er mir sowieso geschrieben. Aber ich mach's. Guten Abend. Sie haben gerade vor 5 Minuten erst im Stream eine Nachricht hinterlassen. Ich öffne jetzt Jade und würde danach gerne Ihre Personal Box Select öffnen. Bitte melden Sie sich mit einer kurzen Bekanntgabe, ob das für Sie in Ordnung ist. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und einen schönen Abend. See you and goodbye. Okay, auf geht's, Jade. Danke dir, Jakob. Und ich drücke dir die Daumen. Wir starten mit Hendo. Matcher, Jakob, was ist dein absoluter Favorite? Donnarumma. Balotelli. Serge. Gravenberch. Eine Klassenlehrer. Ich habe keinen Klassenlehrer. Scalvini. Pulisic. Chalobah und Chelsea. Oh, dann ist das doch gut, oder? Das ist ja mal was. Chalobah und Chelsea. Wie viele Chelsea-Fans es immer gibt. Ja, Pulisic, Chelsea, Flex of Foundation. Bin ich immer wieder erstaunt. Ja, ich mache das immer so förmlich im Stream. Oh, ich glaube, hier kommt Lavendel. Amad. Evanilson. Thiago Thomas. Locatelli, Frenkie de Jong, Guardiol, Ziyech zum Sieg und Kimmich zu Ja, 15. ist an, ne? 9 of 15, Lavendel Kimmich. Stark. Vor allen Dingen, weil Bayern halt auch immer jemanden, oder man findet immer jemanden, der Bayern mag und möchte. Dann Di Maria, Ruben Dias, Marvin Park, Brandon Aaronson, Charles, Knauf, Sabitzer und Gravenberch, Future Star. Kommt die nächste Namat und wieder nicht höchst nummeriert, sondern gelb ist zu 50. Ist geil. Diego Carlos. Cuadrado. Virgil. Arnold. Stanisic. Busquets. Koke. Diesmal ist es Gonzalo Inacio. Sporting Club de Portugal. 37 of 50. Gold Jade. Chelsea Sweden für den Jungen. Elena. Das ist ein guter Call.
Aber ja, du meinst, den ziehe ich? Meinst du, den ziehe ich? Wie mache ich das? Sonst war nichts. Machen wir weiter. Toni Kroos, Timothy Weah, Schola Scholtyre, Fabio Vieira, Nkunku, N'Golo, Chelsea Sweden für den Jungen, Zlatan und Alisson Becker, 125er, Chinese New Year. Jetzt hat er sich nicht mehr zurückgemeldet, der war doch gerade noch da. Wie hat er das gemacht? Sadio Mané, Cristiano, Edouard Michu, Stones, Malen, Perisic, Nico und hier kommt irgendwas. Immer gerne, danke fürs Mitmachen. Das ist Luis Muriel zu 75. Wie hießen die denn nochmal? Year of the Tiger, ne? Das sind jetzt schon vier nummerierte, aber wir haben noch drei Packs. Im besten Fall kommt sogar noch was. Ich drücke die Daumen. Edinson, Pepe, Edouzi, Kesa, Anthony, Lodi. Mondi ist Chelsea, also einpacken. Und ein Future Star von der Catalaere. Vier sind immer drin bei Jade, deswegen ist Jade ja auch so geil, mal abgesehen vom Design. Ramos, Delep, Modric, Jonathan David, Title Winner Chelsea, Leao. Gott, und noch eine Number, wieder zu 75, die fünfte, Mo Salah, Flex of Foundation, also wir stehen bei plus 1 und jetzt kommt noch ein Pack. Ignacio, Kulusevski, McAtee, Weghorst, Martinez, Pedri und hinten raus noch eine Caio, Jorge Flex of Foundation. Also halten wir fest. Numbered Muriel, Numbered Salah, Numbered Alisson, Ignacio zu 50, danke, Kimmich zu 15 und Pulisic als Chelsea Flex of Foundation. Packe ich darüber, gibt es Vogel, leider kein Autogramm, aber was man sagen muss, 12 Boxen im Case, 2 Autogramme, also 1 pro 6, ne? Das muss man auch, vielen Dank, bin zufrieden, könnt ihr die Boxen mitschicken, ja, hat Vogel schon dahingestellt, ist definitiv dabei, wo ist Patrick hin, wie kann man so schnell wieder weg sein, ich rufe den mal kurz an. Ganz gut. Hallo, hallo, Patrick? Ja. Hast du jetzt schon Zeit? Ja. Ja, okay, dann würde ich mit deiner Personal starten und dann die Jungs im Random machen. Alles klar, ich wollte nur kurz hören. Ja, perfekt. Okay, bis dann, ciao, ciao. Hier noch mit drei Patricks, mit welcher? Mit SCH. Mein Kumpel ist auch in der ersten Box dabei, er hat dir eine Nachricht geschickt. Wie heißt denn dein Kumpel? Mir haben so viele Leute Nachrichten geschickt. Heißt dein Kumpel... Irgendeiner hat gesubbt. Ja. Rollby im siebten, immer weiter so. Vielen Dank, Rollby. Also, Fakt ist, jetzt, weil die Leute echt Bock drauf hatten, kommt Select UFC. 12 Packs, 5 Cards, 2 Autographs and Memorabilia. Okay, ich schau mal, was er mir geschrieben hat. Ist das Patrick SCH? Das ist hier Patrick
SCH. Ja, weil sind so viele, Patrick. Kannst du die Zeugler öffnen, kann leider nicht dabei sein. Okay, geht klar. Danke dir fürs Bescheid sagen. Okay, jetzt kommt eine Personal Box für Patrick SCH. Den habe ich gerade angerufen. Er hat gesagt, er ist da. Ich habe hier von Vogel zubereitet einen schicken, schönen, wundervollen Latte Macchiato, weil wir haben uns heute einen Vollautomaten gekauft. Und jetzt würde ich fast sagen, entweder ich warte nochmal auf eine Nachricht von Patrick, obwohl er gerade am Telefon sagte, er ist da. Oder wir starten einfach rein in seine Personal Box und dann gehen wir in der Reihenfolge, wie im Discord beschrieben, eure Spots durch. Also, vielleicht meldet er sich noch einmal kurz und schreibt, okay, hier kann losgehen. Welcher Automat ist es geworden? Philips. Hatte 5400 oder was? Ja, 5400-95, 97, irgendwie ja. Sowas. Gab es in der Aktion. Stiftung Warentest 2,1, der zweitbeste angeblich. Er schreibt nicht. Er hat gesagt, er ist da. Ich fange einfach mit ihm an. Kann losgehen. Da ist er. Juhu! Look for Ultra Rare Arte. Okay. Patrick, danke übrigens für eine komplette Box. Ich drücke dir die Daumen. Danke, dass du dabei bist. Und wir starten einfach rein, würde ich sagen. Ne? Das Pack wollen wir nicht unterschlagen. Jetzt ist die Box aber leer. Marvs Card 77 mit Prime am Start. Danke dir, Marvs. Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du uns den Prime da lässt. Bekommt ihr eigentlich WWE Select auch an? Habe ich nicht vorbestellt. Die Möglichkeit hatte ich, aber die Panini-Serien zuletzt sind so ja, instabil, schwer zu prognostizieren. Erleidet man als Geschäftstüchtiger einen dicken Verlust oder nicht, dass ich mich dagegen entschieden habe. Okay, gehen wir es an. Patrick's Personal, PP. Paulo Costa. Also typischer Select-Style. Es gibt bestimmt auch wieder Level. Das ist schon mal nice. Dustin Poirier. Dann haben wir Joel Alvarez, Rookie. Was ist dein absoluter Wunsch, Patrick? Wo soll die Reise? Hier kommt schon was Umgedrehtes. Hier kommt auch irgendwas. Und da kommt auch irgendwas. Ich kack ab! Machen wir erst die. Kelvin Gastelum zu 199 Light Blue. Jetzt nehmen wir die, packen die hier hin und dann machen wir mal so. Das ist schon ein Autograph von Juliana Peña. Ich würde einfach mal in die Menge rufen, es ist nicht das, was du dir erhofft hast. Action Signatures. Und zwei hintereinander, was ist das denn? Das ist so ein Packfehler, oder? Das muss ein Packfehler ja, aber sein. Dann nimmt man, wer ist der? Ich glaube, das ist ein Packfehler. Patrick, ich glaube, du bekommst noch was, weil ich habe noch nie zwei in einem Pack gesehen. Kann ja nicht, oder? BJ Penn kommt einfach auch noch. Alter, auf einmal zwei, was ist das denn? Ist doch nur eins garantiert. Und eine Numbered. Ja, nee, zwei sollen drin sein. Ach so, aber das wäre komisch. Sind zwei Autogramme oder ein Auto, eine Memorabilia? Hier steht Find two Autographs and one, aber es sind doch nie beide in demselben Pack, oder? Scheiß drauf. Wir werden gleich sehen, ob ein drittes kommt dann. Ne? Beste Leben. Ungelogen. Waren sechs Karten anstatt fünf, ist das richtig? Dann haben die ein Autogramm zu viel reingelegt. Das irgendwie am anderen Autogramm, oder? Geil. Dual Auto. Also eigentlich nicht, aber eigentlich ja. Ist nicht normal, ne? Und dies zu 99, Juliana Peña. Die packe ich dir einfach mal in den Mac, weil die hat uns Glück gebracht. Die hatten wir nicht am Schirm und dachten, und dann bam! Hängt Penna dran. Sean Penna. Erstes Select UFC ever. Erstes Pack, zwei Autogramme drin. Wer kennt's nicht?
Wer kennt es nicht? Eigentlich jetzt schon durch mit der Box. Number 2 Autos. Patrick, wir können aufhören. Danke dir, ich habe nichts gemacht. Wer auch immer da kommissioniert hat, es lebe der Typ oder die Dame. Hast du da nicht mal das Zeug reingemacht? Aber nur ein Löffel, ich weiß nicht, wie stark das ist. Schmeckst du irgendwas? Nee. Sonst, ja, dann muss ich mehr also, von dem Zeug. Ist okay. Schmeckt eh. Ja. Also, Penya, Numbered, BJ Pen, läuft. Das war ein Pack. Hier liegt noch alles voll. Das kann ja nur gut werden. Chris Doghouse, Rookie. Doghouse. Kommt dann auch wirklich noch das zweite. Ja, irgendein Insert wird noch kommen. Hi, Sebi. Marlon Vera. Conor McGregor. Lightweight Baby. Michael Chiesa und Michael Chiesa. Ist das Rainbow? Multicolor, oder? Ja, oder Multicolor, genau so heißen die, glaube ich. Bin ich gerade dran? Paul, bist du überhaupt dabei? Three-Color, ja, oder so. Ja. Wenn ja, wie heißt du bei Discord, ist dann die große Frage. Das müssen wir gleich Three-Color, ja, genau. Okay, dann haben wir Abubakar Nurmagomedov, Bruder, Cousin, Vater, keine Ahnung, irgendwas von Khabib. Tito Ortiz, Alexander Romanov, Max B. Max B, okay. Nein, das ist eine Personal Box für Patrick. Und wir hatten im ersten Pack zwei Autogramme, weil da scheinbar ein Packfehler war. Ist das ein Discord-Name? Dann schreibe ich schon mal das Pokémon. Global Icon Select Islam Makhachev. Geile Karte. Sieht echt schön aus. Und Zhang Weili als Refractor. Okay. Weiter geht's. Dominic Reyes. Brandon Royal. Kai Kara France. Hier ist irgendwas umgedreht, ja, das ist schon wieder. Ja, vielleicht das wirklich zweite Auto sein. Ich mache mal erst das. Das ist Jared Cannonier. Ist das ein geiler Name für einen Fighter? Cannonier? Jetzt mal ernsthaft. Wie kann man einen Cannonier heißen? Der Cannonier. Da brauchst du halt auch keinen Künstlernamen mehr oder den hast du dann. So, was ist das jetzt hier? Einfach das dritte Autogramm oder was? Wieder so wie hier Octagon Peña. Ja, schon wieder ein Autogramm und der gibt sich aber mal richtig Mühe. Fu Manchu, danke dir. Das ist Steven Thompson zu 99. Schon wieder ein Bonus Autogramm. Dritter Auto. Ja. Wonderboy. Nee, kennt ihr? Ich bin hier voll raus. Ja, bei UFC, also den kenne ich auch nicht. Bin doch anwesend zum Break. Malfoy, ja, okay, Malfoy wird dann garantiert hier Nigge 1990 sein. Ja, ist dann auch die Frage, Steven wie Thompson, dritter Auto. Das machen wir alles gleich. Ja. Patrick, Wonderboy oder so. Jetzt fehlt noch ein Trikot, ne? Ja. Ein Trikot fehlt noch. Oder wie das hier im Moment. Alexandre Pantoja. Haben kein Trikot an. Rashad Evans, Volkan Özdemir, geil! Oh, den kenn ich. Perry! Die ist cool, die kann der kann. Typ, der kämpft immer, bringt sich in Shape, gewinnt, isst danach drei Wochen so? Und wird fett wie Sau. Ehrlich? Ja, richtig dick. Und jetzt kämpft er wieder und nimmt gerade wieder ab. Welches Level hat Kara France? Achso, wegen Tierlevel von Select. Das ist Nummer 112, ist also Premier zweite. Level. Ja. Paddy. Und dahinter ein Ian Gary Rookie Refractor. Ich kann dir den gerne sleeven mit dem Premier Level.
Paddy ist einfach Ikone. Icon of the Octagon. Hier, das fühlt sich dicker an, das sage ich dir schon mal, wie es ist. Ja, dann wird das wohl sein. Ja. Das hat man direkt gespürt. Sean Brady. Rosenstroik. BJ Penn, von dem wir eben das Auto gezogen haben. Paddy kämpft vielleicht bald gegen Connor. Ehrlich? Das hilft dich. Ich drehe mal um. Wir haben hier eine Michael Bisping Refractor und das dürfte die Memorabilia sein. Und die kommt von Masvidal. Oh, hier irgendein kleinen, ja. Was auch immer das ist, ja. Wie auch immer sowas auf eine Karte kommt. Ditch. Dartpfeil. Dartpfeil, wir haben Dart geworfen auf die Karte. Eine Masvidal. Ich nehme mal an, 130. Paddy macht immer 15 Kilo weg, das ist viel, wenn das wirklich so stimmt. Ja, ja, ey, der ist dick geworden, müsst ihr mal ein Foto das angucken. In der kurzen Zeit dann? Der ist, der rund. Frisst wie ein Schwein. Mach's wieder. Und Bisping Refractor wollen wir nicht unterschlagen. Ich gebe Vogel schon mal den ersten Teil rüber. Hier tümmelt sich ja schon einiges. Paddy, hier die Tree Color, die Numbered. Der Teil. Drei Autos, ein Jersey. Adrian Yanez, Rookie. Glover Teixeira. Li Jian Liang. Stipe Miocic. Und Valentina Shevchenko. Jetzt kommen noch drei Autos, ja wahrscheinlich. Die Box des Lebens. Jimmy Crude. Das ist schon irgendwas numbered. Eine numbered. Francis Ngannou. Ach wie hier, ne? Ja. Jack Hermanson. Danke dir, Flo. Eine Phantoms. Eben war es Paddy, jetzt ja. Ist es Song Yadong. Die sind schön. Und hier kommt was Farbiges, das dürfte Numbered sein. Rookie von Kennedy Nchekwu zu 60. Da bin ich auch raus bei Kennedy. Ich kenne nur den Präsidenten. Und bei dem lief es nicht so. So wie Ivan gesagt hat, der hatte ganz schön Kopfschmerzen beim. Ja. Dann haben wir eine Vincent Luc. Lerone Murphy. Sarah McMahon. Misha Tate. Und eine Peter Yan. Zu 75. Ja, sieht sehr white aus. Bantamweight. Dritte Number. Case Break. Nee, das ist Personal. Das ist eine Personal Box und danach kommen zwei Boxen als Spotbox Break. Drei Packs noch für Patrick. Und dann ist nur noch eine Box über. Vier Boxen habe ich geholt und drei machen wir heute direkt weg. Also, wer noch die letzte will, Anda. Kamaru Usman. Rogerio Bontorini. Nee, Bontorin. Ich war bei Rini, wäre geil, oder? Daniel Rodriguez, Andrea Lee, und hier kommt schon wieder was, das könnte eine Tree Color sein, doch so rum, und zwar Dan Hooker. Hooker ist auch ein geiler Nachname. Peter Jan, richtig geil, sagt er, dann packen wir sie dir auf jeden Fall auch ein. Wo ist er hin, der Peter? Wo ist er hin, der Peter? Haben wir schon. War das ein Number? Ja, das war die White. Zwei noch. Wir haben Alonso Manifield. Chael Sonnen. Tai Tuivasa.
Sean O'Malley, ich glaube, das ist einer, den du auf jeden Fall in deiner PC hast. Ne? Das dürfte dann auch vom Style her mindestens Next Level sein. Und Alexander Romanov. Die Sean O'Malley Ja. ist Octagon-Zeit, also Oh ja. 287, Höchst. das höchste Level, Ja. glaube ich. Und ich meine, Patrick hätte mir mal erzählt, Sean O'Malley ist für ihn ziemlich cool. Also O'Malley als Octagon-Zeit 287 und letztes Pack, das fühlt sich nochmal dick an. Oh, dann. 4 Karten. Sieben Karten. 7? Sind da nicht immer 5? 2 Eins, mehr. zwei, drei, vier, fünf, sieben Karten. Vielleicht kommt ja noch irgendwann. Schon Kommt wieder was falsch irgendwie. rum? Keine Ahnung, was hier abgeht. Aber ich glaube einfach nur sieben Karten. Okay. Pedro Munoz, Dan Henderson, Marcin Tybura, Cyril Gane oder Gane, George St-Pierre. Eine Amanda Nunes, 48 Seconds to win the fight. Und Amanda Nunes, der Style ist ja Ja, mal der ist richtig cool. schön, ne? Was ist das? Steht da nicht. Ne? Unnumbered, aber wunderschön. Hier liegt auf jeden Fall einiges. No. Scope. Ah, okay. Scope. Ja, ich würde sagen, da kann man mit leben, oder? Die Base gehen rüber zu Vogel. Und ich gehe einfach nur noch mal im Schnelldurchlauf. Nunez Insert. Scope Nunez. Sean O'Malley als Highest Level. Hooker. Eine Numbered Check Chukwu. Eine 75er White Peter Yan. Ein Jorge Masvidal. Memorabilia unnumbered. Autographs von BJ Penn, von Stephen Thompson und von Juliana Peña. Das ist zu 99. Und das von Thompson ist auch zu 99. Richtig gut, danke dir fürs Öffnen. Bin zufrieden, das freut mich sehr. Vielen Dank. Patrick, wir hören sowieso voneinander. Falls du noch ein bisschen dabei sein willst, guck zu, denn wir machen jetzt direkt weiter mit Box Ist ja nicht im Spot-Ding mit dabei. Das Nummer 2. Nee, der war im Spot Okay. und dann hat er sich überlegt, ich nehme ganz anders. Okay, Warte, ich und muss zwar auch, damit ich das aufschreibe, starten wir im sowas noch Discord. nie ge ist. Ist Markus. Markus mit den ersten beiden Picks. Markus, okay, habe ich. Dann I am so fluffy, das ist Fabio. Dann vier Picks mit zwei, das ist Pokémeister, der hatte eben Ja, geschrieben. das ist Max. Das ist Max B, aber der kommt dann in der nächsten Box nochmal. Lese ist wohl Welche Patrick R. ist Patrick R? Das weiß ich. Und Sepp. Sepp ist, der ist auch mit. Sebastian W. Ja, genau. Und dann in Okay. der letzten Box wieder Pokémeister, das wäre Ja, Max. muss ich. Dann wieder Sebi. Ja, muss ich gleich dann. Lass erstmal einen, sonst komme Dann ich nicht Robin. da. Patrick ist durch. Einen noch einmal. Nee. Und ich bin ja auch in der letzten Box. Habe ich ganz vergessen. Ungelogen, habe ich echt vergessen. Zack. Zack. Wir schreiben sechs Probleme, sind wir in der zweiten? Ich dachte, er ist in beiden, oder? Hat nicht. Ist er das nicht? Sehr lieb, Punkt. Du hast zwei Spots gekauft, bist in der ersten drin und in der zweiten drin. In der Reihenfolge Box 1. Wir öffnen in Box 1 zuerst für Markus zwei Packs, dann Fabio zwei Packs, dann Max vier Vier, Packs, ja. dann Patrick R zwei Packs und Sebi zwei Packs. Das ist Box 1. Ronny mit Prime, vielen, vielen Dank. Okay, das heißt, der Erste, der da sein muss, ist Markus. Falls du da bist, melde dich. So oder so ziehe ich es jetzt durch. Mischspiel. Und jetzt werdet ihr meine Mischkünste sehen, wie ihr sie noch wahrscheinlich nie vorher gesehen habt. Blass Ramblas ruft.
Der wird nochmal aufgeteilt. Ho, Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? Wahnsinn, der Style. Okay, die ersten beiden Packs gehen an Markus. Ich weiß nicht, ob er da ist. Ja oder nein. Wir starten rein mit Markus. Und da er auch nur in der Box ist, kommt der Zettel schon mal weg. Oh, der Querschnitt verrät Memorabilia, also das läuft schon mal. Casey O'Neill, André Muniz, Paul Craig, ich drehe um. Dann haben wir Johnny Walker. Colby Covington. Memorabilia. Das ist auf jeden Fall einer der Hits, ne? Also kannst du nichts sagen. Plus Johnny Walker. Der mit dem Whisky, ja, genau der. Und ein Pack hat er noch, weil ein Spot beinhaltet ja zwei Packs. Da haben wir Umar Nurmagomedov, der im Prinzip genauso aussieht wie Khabib. Drei von denen gibt's, oder? Kelvin Gastelum, da hatten wir die Numbered eben im ersten Pack für Patrick. Brandon Moreno. BJ Penn hatten wir im ersten Pack eben das Auto, aber da waren ja zwei drin, also das zählt ja eh nicht. Und hinten raus noch eine Jana Kunitskaya Refractor Bantamweight für Markus. Covington Kunitskaya, hört sich an wie ein russischer Wodka. Ein Spot hat 60 Euro gekostet, inklusive MWST, DHL, Paket.de etc. pp. Fabio. 1, 2. Auch in der Box. I'm so fluffy. Hier heißt er aber. Er hat eben geschrieben, doch, hier heißt er auch so. Zwei Packs für dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Auf geht's. Israel Adesanya. Michael Bisping. Hier kommt eine umgedrehte Karte. Das kann ich dir schon mal verraten. George St. Pierre, ich drehe also um. Hier kommt auch eine Numbered und die Numbered kommt von Max Holloway und ist zu 125. Ich muss es aber so machen. Justin Gaethje hier, geil. Ist das nicht der Typ mit der Brille, der so unscheinbar wirkt und alles wegnockt, was ihm vor die Flinte rennt? Der sieht im normalen Leben aus, das kannst du dir nicht vorstellen. Gaethje. Müssen die uns sagen. Ich glaube, der ist gut. Und eine 125er Hathaway. What is love? Baby, don't hurt me. Sehr geiler Big. Ja, anscheinend hast du recht. Ja. Ja. Ich meine, das ist dieser Typ. Der sieht so richtig unscheinbar, als würde er gleich auch in der... Unscheinbar. Ja, doch. Als würde er gleich in der Bibliothek ein Buch lesen gehen. Abends ein bisschen irgendwie Leinsamen reinhauen. Headaway ist auch gut. Nein, schon. Justin Gaethje. Ich kenne noch einen anderen Gaethje. Steven. Ja. Ist der Vater. Und George St. Pierre. Dachte gerade Conor McGregor. Okay, und der hast ja noch ein Pack. Also im Prinzip, ne, man kann ja auch richtig abledern. Ja. Siehst du was? Sean Strickland, Julia Avila, Aljamain Sterling, George St. Pierre, 10 Takedowns landed und Jan Blachowicz, Light Heavyweight Refractor. Justin geht dir, der Typ, der dich mit dem Duden verprügelt.
Ich glaube, das war für ein Spot ganz okay. Wir haben eine Holloway-Number, wir haben Insert von George St. Pierre und du ziehst das Auto von Justin Gaethje. Hi, Tyrone. Max Pokémeister. Max Vier. Pokémeister mit 4 Packs, 2 Spots in der Box, 2 Spots in der nächsten. 1, 2, 3, 4. Max Pokémeister, auf geht's. Bin mega zufrieden, das freut mich, Fabio. Danke fürs Mitmachen. Jetzt kommt der Pokémeister und der ist gleich nochmal, deswegen lasse ich das mal kurz hier. Pokémeister, Max, bist du am Start? Ich glaube ja, ne? Der hatte eben mal geschrieben. Bin da. Okay, wir starten mit Cynthia Calvillo, Robert Whittaker, Michael Chiesa. Das ist schwarz. Amanda Nunez, Gibt es Black, and wie New. es Panini ist? One of Ja, One! ist nur One of One, ist Black. Alter! Ja, nur One One of of One, Amanda Nunez! Insert ist. And New Insert, One of One! Ist Black. Aber hinten wollen wir nicht. Hirooki Sakai. Nein, der heißt Augusto, aber hat Spaß gemacht, ihn Hirooki zu nennen. Ist auch in jedem Produkt nur One Ja, One of One kann ich. Ah, ein Träumchen. Ist die gut? Die ist gut, also die ist eine, glaube ich, mit die bekannteste Frau da auf dem Echt? Und Circuit, dann oder? eine 101? Ich meine ja. Ja, Korrigiert mich, Leute. Ich meine, ich bin nicht so drin im UFC-Thema, ja. aber Nunez ist doch eine der bekannteren Damen auf dem. Sehr gut. Sehr gut, ja, meine ich doch. Ich dachte doch, die ist doch schwarz. One of one kann ich. Immer und immer wieder. Preislich top auch, okay. Nice. Aber hallo. Preislich Okay. top auch. Also meinst du, die 4 Spots hat er raus? Ja. Die wohl beste Dame aller Zeiten. Ach du Scheiße, Ja, sag echt ich so doch. gut. Ich habe doch gesagt, der Ja. Sleeve ist leicht verrutscht, aber da ist wunderschöne One of One. Da gibt es gleich auch ein Foto. Hab noch Gold. Golden. Ken, erstmal anrufen. Erstes Pack war das übrigens von dir. Da muss der Sleeve sitzen bei einer. Ja, vorgerichtet da. Hier fühlt sich schon wieder dick an. Ich kann es nur sagen, das sind 28 Karten drin. Ich glaube, jetzt zerstört ihr alles. Das ist schon wieder was Dickes drin. Ich Gibt glaube, es die sind irgendwie fehlgepackt. Patch-Auto? Sarah McMahon. Auf jeden Fall haut Max hier gerade erstes Pack. One of One. Ich feiere einfach diese One-on-One-Schrift bei Und Panini jetzt hin. geht's hier weiter. Erstmal McMahon. Dominic Reyes. Jeff Molina. Ich mach mal hier hinten. Aber die brauchst du zum Ja, Zubringen. ich weiß. Das ist nochmal Red, oder? Es ist eine Rodrigo Bontorin Red zu Okay, 99. das ist nicht Red wie. Und Ja. hier kommt aber noch was. Patch Auto müsste Siehst du, es dann sein. hat er alles weggefegt. Ja, Und das ist ist es. Cyril Gan. Und jetzt dreht X-Waylord durch, glaube ich. Wieso? Weil Sammelt er er den sammelt. X-Waylord? Genau den. Er ist aber nicht hierbei Doch, uns, oder? der ist nicht dabei, aber Ja. ich weiß, er schreibt jetzt. Und genau in 3, 2, 1, 0. Die habe ich. Ah ja, letztes Pack, ne? Zu 199. 100 Mac ich dir Läuft aber bei 130er, ne? 2 Max. Ja, Max ist on fire. Alle, die nach ihm kommen, sind jetzt schon Hast jetzt Party, die ich nicht mehr mögen. wie er mein wer mag mich denn jetzt nicht mehr? Alle, die danach kommen, mögen mich nicht mehr und hassen meine Las Ramblas Hütchenspieler-Mischqualität. Hi Marco. Ja, das gehört halt dazu. Nun ist die Serie. Ja, One of One im ersten Pack, Jersey Auto im zweiten und eine Numbered. Es sollte heute so sein für ihn, glaube ich. Weiß gar nicht, leg das mal Ich, du so. hast kein Internet mehr. Ne. Jetzt aber wieder. Wir hatten heute schon mehrfach Schwankungen. Ja. Vogel hat es wieder kaputt gemacht. Ich habe eben neu gestartet.
Ich hoffe, es geht jetzt heute. Unser Internet spackt heute leider schon ein bisschen rum. Hier sind aber auch schon wieder 6 Millionen Baustellen in scheiß Arnsberg. Nächstes Pack. Ich glaube, hier kommt eine goldene. Die dürfte zu 10 sein. Ich weiß es nicht genau, aber hasst mich nicht alle, die danach kommen. I'm sorry. Er reißt ab. Mateusz Nicolaou. Angela Hill. Amanda Nunez. Eine John Jones. Sieht wie Gold aus. Mit einer Printline oben. Ja, stimmt. Wieder eine. 6 of 10. Cyril Garnet. Ja. Ja, danke, Paul. Seven Max the King, Sauerland, Kanyanas, Jalolo und Ostblock Angler. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn, was hier abgeht. Da ist ja noch ein Mac. Ist das ein Mac? Ja, musste mit 10 in Select, ist übel. Eigentlich immer. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich hab, es kam so da raus. Ja. Das ist wahrscheinlich der beste Spotbox-Break in dem Sinne für einen Teilnehmer, den wir je hatten. Ja. Erstes Pack One of One. Zweites Pack Auto Jersey Auto Numbered. Ja. Jetzt eine zu 10. Und nicht von irgendwelchen Typen, die da keiner kennt. Ne? Ja. Raylord sagt auch, Mac. Muss man mal. Ein Pack hast du noch. Ich glaube, jetzt ist egal. Aber. Schauen wir mal, ob nicht noch was kommt. Zebra oder so. Rashad Evans. Vicente Luke. Lerone Murphy. Brandon Moreno. Ja, aber und eine Fares Siam Tricolor. 100 Boxen schon gesehen. Das ist mit Abstand die heftigste. Echt jetzt? Das kann TTT. Ja. Max, du weißt ja, wo du hier bist, ne? Ja. Das waren 4 Packs in deiner ersten Box. Alle haben jetzt schon Angst, dass du auch in der zweiten Box drin bist. Ich halte noch mal fest, gezogen hast du eine Amanda Nunez 101. One of the most dominant eras in history began. Jo, da steht es auch sofort für alle, die es nicht wussten. Wir haben eine Tree Color, wir haben eine Refractor, wir haben eine Numbered von Bonturin, wir haben eine Cyril Garnet Jersey Auto. Und wir haben eine Cyril Garnet Go zu 10. Nochmal von der 101 Foto. 101 sind immer gut. Ich glaube, man sollte das so fotografieren, weil das war eine Box beziehungsweise zwei Spots. Ja. Wer kommt danach? Wer ist Patrick, ne? Patrick hat schon geschrieben. Gebrochen. Easy, oder? Ich sag schon mal danke für die Basekarten. Ah, sorry. Aber ey, wir müssen es Paul auch gönnen. Ja, klar. Also Paul, Max, wie auch immer. Ihr habt hier immer Glück bei so einer Nummer. Ne? Ja, da, deswegen ist so ein Spotbox-Break ja auch Hype. Ne? Ja. Da kann man halt richtig abliefern. Der Kollege ist gleich übrigens nochmal dabei. Okay. Patrick R. mit 2 Packs. Das sind die beiden. Und dann die letzten beiden an Sebi. Gehen wir es an für Patrick. Da ist was Umgedrehtes, den Patrick. Ich weiß nicht, was in der Box los ist, aber. Fehlt dir noch ein Auto? Ich habe keine Ahnung, eigentlich nicht. Ich habe nicht aufgepasst. Ne? Es kommt auf jeden Fall John Jones. Billy Quarantillo. Romanov. Und wir haben hier eine Jared Cannon hier. Ich glaube, das ist eine Tree Color. Was ist das hier? Und das ist Billy Quarantillo Rookie Auto. Hier war ein Auto. Annahme. Justin Gaethje. Justin Gaethje. Ja, eins und hier. Da war das Jersey Auto drin, zwei. Wieder drei. Eine One of One, eine Gold ja, und jetzt das dritte Auto. Dritte Auto, ja. Wieder. Von wegen Base? Hat er eben gemeckert? Mhm. Hat der eben gemeckert? Hallo, hat das irgendeiner im Chat geklippt? Damit ich ihm das jetzt immer vorhalten kann. Sebi ist jetzt leider, glaube ich, ja, ein bisschen traurig jetzt.
Es sei denn, bei der Box, man weiß es einfach auch nicht. Ein Pack haben wir noch. Für Patrick. Und da ist drin Jan Blachowicz. Alexandre Pantoja. Uriah Hall. Eine Kevin Holland Phenomen. Und hinten raus noch eine Pantoja. Die einen ordentlichen Knick oben gekriegt hat. Waylord, sind da auch drei Autos drin? Oder sind wir jetzt einfach so... Wenn Max sagt, er hat 100 Boxen gesehen, könnte er den Schnitt... Er hat ja eben schon gesagt, ist die beste Box ever. Also für dich gab es auch noch eine Tree Color und ein Autograph übrigens. Und jetzt kommt noch Sebi, der aber auch in der nächsten Box nochmal drin ist. Mit den letzten beiden Packs. Nein, zwei und ein Memo. Okay. Also einfach zwei Ultra-Boxen, kann man das so sagen. Drücken wir Sebi einfach noch die Daumen. Nate Diaz. Daniel Cormier. Okay. Ah, verstehe. Manon Fiorot. Dann eine Michael Chandler. Und das ist, wie hießen die? Scope oder? Scope. Ja. Shane Velasquez. Ein Pack noch. Sebi. Und du bist ja auch noch in der nächsten dabei. Da muss dann halt wieder neu gut gemischt werden, falls ich es hinkriege. Wir haben Khabib. Wir haben Peter Jan. Max Holloway. Wir haben eine Insert von Cyril. Und hinten raus noch eine Tree Color vom Rookie Li Jingliang. Nein, von wegen Tree Color. Die ist zu 25. Oh, du bekommst auch noch eine Numbered. Und zwar Low. Das ist hier. Ah, die hatten diesen geilen Namen. Von früher? Ah, Select, warte mal, wir haben davon, sag's doch einer. Wir haben 2015 schon Select Soccer ja, geöffnet, da gab's die schon. Farbe. Doch. Ach ja, doch, ich weiß, was du meinst. Ich sehe jetzt erst den Stil. Ja, aber ich komme nicht drauf. Lang her. Kommt jetzt, sagt uns an. Die hatten einen bestimmten Namen. Also Donner was, Tie-Dye, ja, so hießen sie, 16 of 25 Tie-Dye plus eine Scope, also wenn man denkt, da kann gar nichts mehr drin sein, ging es sogar noch, oder Sebi? Eine zu 25? Ja, das so heißen die heute auch, Select ist ja immer gleich, Tie-Dye, geil. Geil, 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 was eine Wahnsinnsbox. Und das war Select Box 2, jetzt haben wir noch eine Select Box und wenn dann... Irgendwann, vielleicht Samstagabend, noch einer von euch, der irgendwie denkt, oh, das lief so gut. Eine Box ist noch da, die könnten wir noch verarbeiten. Ansonsten für alle, die zusehen, denkt dran, Samstagabend, TTC, Chillstream, Kaltgetränke, Kaltstellen, einfach chillen, einfach einen ganz entspannten Abend. Und wer eine Box will, Packs will, einfach bei mir melden, Instagram oder Discord und dann machen wir das klar. Aber wir haben ja da auch jetzt noch 3 Tage für ab morgen kommt der Post bei Discord und bei Insta und da könnt ihr euch natürlich auch melden. Okay, wir gehen in Box 2 und starten ich die wieder. Ja. Oh, das kommt da, ja, da kommt er wieder. Ja, er startet mit 4 direkt. Ne? Er startet wieder mit 4, ja, da ist er wieder, der gefährliche Max. Der gefährliche Max. Übrigens bin ich jetzt auch in der Box. Max, halt dich einfach zurück, bitte. Ist das okay? Du brauchst, also ganz ehrlich, nach einer One-of-One, nach 2 Autos oder was auch immer du da hattest, du brauchst ja jetzt hier eigentlich nichts mehr. Auto und Gold. Ja. Gold hat er auch noch gehabt, stimmt. Erstmal sind wir leer. Ja, Robin ist auch da drin. Mein Kumpel kauft, die wird es dir per Peter schicken, kannst du mir per Pokémeister reinpacken. Heute noch? Meinst du, Paul? Oder für Samstagabend? Werde mich zurückhalten. Okay, falls möglich jetzt. Ja, lass uns die Box machen, dann können wir das machen.
Er ist sehr heiß. Hat dein Kollege meine PayPal-Adresse? Wenn nicht, whisper mich eben an oder schreib ihm die. Dann muss ich nur gleich eben gucken, ob das Geld da ist. Dann geht das klar. Dann können wir die hiernach sofort machen. Aber erstmal 4 Packs für dich. Vorglatt zugemacht. Ich bin mir aber sicher, du startest. Max. Gehen wir es an. Pack 1. Wieder 2 Spots für dich in der Box. Mal gucken, ob du wieder so durchdrehst. Gebe ich ihm weiter. Top. Ja, und dann sag mir bitte, wenn er das gezahlt hat, weil ich muss das dann eben alles abchecken. Wir legen los. Julia Avia. Da ist wieder eine Khabib. Da ist Francis Ngannou. Dann haben wir eine 5 Seconds to Win the Fight, Masvidal. Und Conor McGregor als Refractor. Ronny hat Neuginho einen Sub gegiftet. Danke, Ronny. Ich glaube, selbst so eine Conor Refractor geht bestimmt gut. Würde ich mich darauf festlegen. Pack 1. Pack 2. Ich glaube, du tust es schon wieder. Das sieht sehr umgedreht aus. Jared Cannonier. Dan Hooker. Hier ist Khamzat. Und ich glaube, hier kommt ein Auto. Du bist echt crazy, Junge. Das erste Päckchen. Ne, zweite. Im Okay. ersten Conor McGregor Oh, Refractor. Und nice. die gehen immer. Ja, die sind immer gefragt. Irgendwas Blaues. Da kommt schon der Sticker. Das Ja, so ist schon so. mal. Du bist Wahnsinn, wie es bei dir läuft, Max. Aber es muss auch mal sein, das ist diesmal eine Jair Rosenstrike oder Jaya Rosenstrike Ist aber ein Blue Schwergewicht, oder? zu 49 Autograph. Khamzat war übrigens auch drin. Auch wenn nur Base. Schon wieder ein Auto. Hast du noch Boxen übrig? Nur noch eine und die scheint jetzt gerade der Kollege von Max zu kaufen. Ja, da warte ich nur auf Nachricht. Zahlung ist durch, schreibt auch gerade. Hat Check ich gleich funktioniert. ab. Ich mache jetzt aber erst eben die Box zu Ende, okay, Max? Ja. Während du hier dein nächstes Autogramm eintütest. Rosenstroik ist auch ein Monster. 49er Rosenstroik Auto Blue. Eine Khamzat Base. Und die Tricolor kommt von André Muniz Rookie. Schönes Design auf jeden Fall von dieser. Select ist immer schön. Ja, aber das Select. Format feiere Ach ich so. von der Art her. Ansonsten, Links ich durch, fand hoch. Select immer geil. Ja, klar. Nur ist es beim Soccer irgendwann mal so pervers teuer geworden, dass du gar nicht mehr hinterhergekommen bist. Der Bruder holt sein Geld für die Spots alleine durch die Max wieder raus. So ungefähr. Hat noch zwei. Hat immer noch 2 Packs. Ich hoffe nicht, da hat sich dann gleich wieder alles erledigt für uns. Weil ich bin auch dabei. Du bist am Ende. Ich bin der Letzte seiner Art. Hier ist Rosenstroik. 2 Packs hast du noch. Wir haben Marlon Vera, Conor McGregor, diesmal die Base. Paulo Costa, Alexander Volkov und Roth. Das war eben auf jeden Fall Und das ist 99. Peter Yan zu 99. Wieder eine Numbered. Und dann letztes, und ich glaube, das war, das kann man mit Fug und Recht behaupten, der erfolgreichste Spot, den Ja. jemals einer hatte. Auch, also, Ich kann ja noch Money besser. invested und was man da zurückbekommt. Jana Kunitskaya, Jan Blachowicz, Alexander Pantoja, Forrest Griffin und eine Tree Color von Julia Avia. Junge, Junge, Junge. Selten gesehen.
Das war nochmal Max mit einer Jaya Rosenstroik Aro zu 49. Und das. Und die feiere ich. Conor McGregor. Okay. Nächster im Takt. Sebastian. Also. Sebastian mit. Mit 2, ne? Mit 2. Jetzt immer alles. Sebastian mit 2, dann Robin mit 2. Okay, Sebastian. Ich wünsche erstmal dir und deiner Familie noch einen schönen Urlaub. Ich hoffe, die Paella ist schon fertig oder lasst es euch vielleicht sogar schon schmecken. Danke, dass du im Urlaub mitmachst. Jetzt kommt dein zweiter Spot, deine beiden nächsten Packs. Auf geht's. Wir haben Peter Jan, Max Holloway, Elia Topuria, eine Tetsia Torres ist in der Mache. Und hier kommt eine Scope und die kommt von Rose Namajunas. Und in deinem zweiten Pack. PC, das ist gut. Oh, hier kommt wieder die Farbe Orange oder Gold. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sieht Orange aus. Also 25? 5? Keine Ahnung. Ich glaube bei Panini 5, ne? Rashad Evans, Vicente Luc, Jennifer Meyer. Was kommt hier? Eine Phenomen von Edmund Shabazian. Und Orange. Green ist 5, stimmt. Ist ein Rookie. Und das ist Chris Daukaus. Und was ist das? Die ist zu 35. Mhm. 8 of 35. Chris Daukaus. Plus die Scope. Hat da jemand gesagt, Panini ist instabil? Ja, es geht darum, das kann ich dir auch, das ist auch immer noch so. Ich habe so viele Soccer und andere Serien gekauft, die ich am Ende bereut habe, gekauft zu haben für das Geld, wie sie mir angeboten wurden, weil der Preis in Amerika nach dem Release so gedroppt ist, dass ich hier die Dinger nur mit dick Verlust verkaufen konnte, um sie überhaupt loszuwerden. Also ist definitiv Panini America zuletzt sehr instabil gewesen, aufgrund des sich wandelnden Markts aktuell etc. Das ist schon eine richtige Aussage. Die Boxen hier sind ja auch einfach krank. Also, Sebi, schönen Urlaub dir. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du bist halbwegs zufrieden. Es war jetzt kein Max-Spot, weiß ich. Aber. Schon mal eine PC. Immerhin, ne? Robin. Robin. Robin ist da. Der hat geschrieben nach Brese. Nein, Patrick Hinz ist Pato. Also erstmal 2 für Robin. Robin 1. Robin 1 bekommt Thiago Moises Umar Nurmagomedov. Die Box ist ja abnormal, wie davor waren. Auch schon völlig gestört. Ja, Raulian Paiva. Dann eine Alexander Volkanov Global Icons. Und Royce Gracie. Ist das irgendwie ein aktueller Kämpfer? Weiß ich gar nicht. Sieht so Legend-mäßig aus. Und das Ding fühlt sich dick an. Kann ich dir schon mal sagen. Dann haben wir Brandon Royal. Abu Bakr Nu. Da ist schon wieder nur Magomedov. Das sind jetzt schon 4. Legend, ja, zu Recht. Chris Daukaus. Und Davison Figueiredo. Auf jeden Fall mal ein Champion. Hat einen Gürtel um. Stimmt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Fliegengewicht. Die Memorabilia geht an dich, Robin. Dann haben wir hier noch Tony Ferguson und eine Refractor von Daukaus. Die alles heute auf eBay gelandet, ja, Sauerland. Heute drin.
Wir haben heute nochmal neben den 30 Fortnite-Auktionen laufen seit heute ungefähr 30 Soccer-Auktionen. Na, die müsste da drin. Alles ist drin. Autogramme aus Obsidian, Autogramme aus Immaculate, alles ist heute reingelandet. Und es wird noch viel, viel mehr. Ihr habt ja gesehen, was dazu kommt. Hi, Ili. Ihr habt ja gesehen, was da noch kommt. Wir haben ja eben die Sammlung gezeigt und wie viel davon weg muss. Das war Robin. Robin, danke dir fürs Mitmachen. Ich hoffe, halbwegs zufrieden. Daukas verfolgt mich schon seit Donruss. Donruss ging mir ziemlich auf den Sack, ja, sag das ich. Das war kein schönes Produkt. Jetzt kommt Patrick H. Genau. Und dann komme ich. Patrick H. Zwei Packs. Und dann checke ich eben, ob das Geld eingegangen ist. Und mache mir hier so einen kleinen Spickzettel. Und würde dann noch eine Personal Box öffnen für den Kollegen von Max. Aber erstmal, Patrick, bist du da? Irgendeiner war da unterwegs, oder? Ah, nee, das war. Ja. Bist du da? Du musst da sein. Ich leg los. Tito Ortiz. Chris Daukaus, der ist aber auch überall drin, ne? Claudio Puelles. Und eine Charles Oliveira. Der Flagge. Und eine Michael Bisping Scope. Ich sehe ihn nicht. Er hat auch relativ spät zugeschlagen. Ein Pack haben wir für dich noch. Kommt auf jeden Fall eine Tree Color. Wir haben Kelvin Gastelum, Brandon Moreno, Casey O'Neill, Sean Strickland und eine Peter Jan Tree Color. Patrick H. Heißt bei uns im Discord. Ja, ich habe das ja offen, warte. Pato. Pato. TCG. Pato leider nur mit einer Tree Color, mit einer Scope. Keine Numbered. Sorry, Pato. Und weil keiner den letzten Spot wollte, habe ich ihn mir gegriffen, weil er auch frei geworden ist. Ursprünglich hatte ja Patrick, der die Personal ganz am Anfang hatte, zwei Spots. Der hat sich dann aber für eine ganze Box entschieden und dann ging das ein bisschen Geschiebe. Also, zwei Packs, die gehen auf mich. Und jetzt drückt mir mal die Daumen, bitte. Ja, da ist ein Auto drin, Sachen. Ja, hier kommt das Auto. Ich lese das raus. Ich habe auf jeden Fall ein Auto. Machen wir erst das. Lerone Murphy. Sarah McMahon. Habe ich gepostet, Robin. Dominic Reyes. Eine Santiago Ponzinibbio. Und hinten raus eine Paulo Costa Refractor. Also nichts Wildes, würde ich sagen. Dann muss es das jetzt machen. Sean Strickland, Andre Muniz, Ryan Spann, hinten einmal kurz gucken, bitte Conor McGregor, ne, aber den kann ich, ja, aber der Brock Lesnar, ist aber auch gut, ja. Zu 199, Brock habe ich ein zu 10 Auto aus Prism, UFC Prism, ja, Gold zu 10 Auto, und jetzt die 199 von Lesnar, und das Auto hier, scheint ein Base-Auto zu sein. Schade. Ja, warte erstmal, wer es ist. Es ist Tito Ortiz. Ja, den kenne ich. Ja, den kenne ich so vom Namen her. Und ist nicht auch eine Legend? Oder? Tito Ortiz, ich würde sagen Legende, oder? Ja. Was sagen wir zu Tito Ortiz? Was sagen die Profis, ja. Kriege ich den weg? Oder packe ich den zu meinem zu 10 Brock? Also, Legende, Tito Ortiz. Ja. Kann man da, den möchte ich. Ja, kannst du gerne haben, Sebi. Gar kein Problem, werden wir uns einig. Brock behalte ich, weil Brock sammelt RKO und der will von mir schon die zu 10 Auto seit Wochen und Monaten. Da müssen wir nur noch einen Deal hinkriegen. Er hat nur kein gutes Tauschmaterial. Jetzt will er die auch noch. Brock und Tito haben auch eine Wrestling-Gegenwart vergangen. Also Tito Ortiz, Sebi kannst du gerne haben, melde dich bei Insta oder schreib mir bei Discord.
Brock geht in meine PC beziehungsweise in die PC vom RKO. Und dann war das mein Spot. Und wer hatte hier? Wie schaut Vogel aus? Wie Tito oder er wieder Brock, damit ich mir ein Bild machen kann. Beides nicht. Vogel sieht ganz anders aus. Vogel sieht aus wie Paddy. Frisurtechnisch. Ja. Okay, dann checke ich mal eben ab, was hier der Kollege von Max mir geschickt hat, ob er mir was geschickt hat. Schreibt mir den Namen auf und hackt noch seine Personal hinterher. Schicken wir aber. Schicken wir Max mit, oder? Ist Können das wir nicht? gleich besprechen. Ja. Ich habe Geld erhalten. Ich zeige mir den Namen. Das ist ein griechischer Name. Schreib Ja. Chris M. Und der kommt aus Bielefeld. Und wo ist die Box? Die müsste da direkt relativ am Anfang, wenn du reinkommst, auf der linken Seite liegen. Hier vorne oder hinten? Geradeaus durch. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wer hat das überhaupt geschrieben? Das war der hier so abgeräumt hat. Der heißt hier Paul Gauselmann. Paul. Paul, soll ich die Karten? Könnt ihr mir mitschicken? Passt, er hat leider kein Twitch. Ist aber okay, wenn wir es dir schicken und ihr bekommt das zusammen hin. Nicht, dass es nachher heißt, wo sind meine Karten und so weiter, weil er hat ja jetzt auch eine eigene Adresse hinterlassen bei PayPal. Ich schreibe das mal eben auf. Chris M. Rechnung. Zack, zack. Sonst müssten wir es an seine Adresse einfach schicken. Wir können ihn jetzt Nein, nicht fragen. wenn er sagt, sein Kollege hat es ja jetzt auch geschickt Ja, ich wegen ihm, weiß. ne? Ja, das passt. Alles klar. Okay. Dann schicken wir das dir mit, Max. Vielen Dank, dass du das klar gemacht hast. So sparen wir halt auch einmal Porto. Vogel schreibt das Ja. also alles so auf. Das ist perfekt getrennt, alles gut verpackt. Ich danke euch. Und Chris, also Christophorus, auch wenn du jetzt hier keinen Twitch hast, vielen, vielen Dank. Ich öffne jetzt deine Box, drück dir die Daumen. Und ich hatte heute 4 Select bekommen und alle 4 sind weg. Ihr seid echt crazy. Erst danke für die Info für den eShop. Erstmal auf 4 Spieler geboten. Ja. Und da folgen in den nächsten Wochen und Monaten bei eBay weitere Ihr habt ja gesehen, Hunderttausende die Auktionen. meisten. Okay. Dann machen wir das. Legen wir los. Letzte UFC, die ich habe. Kann man spontan noch in was rein? Commander Hawks vielleicht? Ja, müssen wir gleich mal gucken. Kommt heute nur UFC? Nein, aber es hat sich jetzt halt so entwickelt, dass die 4 Boxen alle direkt durchgehackt werden und sind wir mal ehrlich, Burma, auch wenn UFC nicht für alle was ist, Bock gemacht hat es trotzdem. Warum? Weil wir Top-Boxen hatten und wirklich gute Karten gezogen haben und ja, das macht doch im Hobby genau das aus, oder? Dass man gute Karten zieht und das, die Freude daran mit den anderen teilt. Also mir hat es Bock gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das gehört alles, was hier liegt. Christophorus, legen wir los. Pack 1. Commander Hawks, was würde dich reizen? Fragen wir mal. Aber lass uns das klären hier nach. Wir legen los. Raphael Fiziev. Tom Aspinall. Definitiv. Select war bei Soccer damals schon pure Liebe, aber wie gesagt, hat sich dann irgendwann in eine preisliche Richtung entwickelt, wo ich gedacht habe, leck mich am Arsch. Hi Nico, der Coole. Tom Aspinall, dann haben wir Rafael Dos Anjos, Stephen Thompson, das Autograph von ihm haben wir heute gezogen. Und hier kommt eine Tyler Santos Tricolor. Okay, Pack 1. Paddy? Wo ist Paddy? Will er Paddy? Paddy wäre geil, aber Paddy unterschreibt nicht, oder? Shamil Gamzatov. Alle diese Atovs und Magedovs. Fighter. Ja, die sind zum Fighten geboren. Penny Kianzad. Amir Albasi. Und eine Raphael Fiziev Phenomen. Und dahinter eine Blue Cynthia Carvillo zu 199. Ja, stimmt. Ich hatte ja eben die
Brock in der Farbe. Hoffentlich wieder eine Box mit 15 Autogramm und. Wobei, das kann ja nicht ewig so gehen, ne? Ich schau gleich, komm mal in der Box. Ja, sogar so ein Top-Case, die da raus. Darren Till. Stipe Miocic. Mosvar Evloev. Macy Chiasson. Und eine Peter Jahn, den wir heute auch schon in allen erdenklichen Arten gezogen haben. Silver. Bisher Tree Color, Refractor oder Silver und eine Number. Die fühlt sich dick an, kann ich dir schon mal sagen. Aber wir ziehen sie jetzt durch. Falsch rum. Ach, sind sie immer. Ne? Grant Dawson. Mackenzie Dern. Volkan Özdemir. Ich drehe um und da kommt eine Max Holloway. Zabit Magomed Sharipov. Das ist auch wieder, wieder einer aus der Gegend. Ja. Wahnsinn. Wie viele Kämpfer kommen aus der Usbekistan oder was das ist? Oder irgendwas, auf jeden Fall irgendein Teil aus Russland, wo man Krieger züchtet. Max Holloway ist Silver. Ich gebe den ersten Teil schon mal rüber. Okay, die Memo ist raus. Numbat, das liegt hier bisher. Wir machen mal. Das sind alles Tschetschenien. Ja, das sind halt Kämpfer. Die, ja, das sind echt Krieger. Dagestan, Tschetschenien. Ja, die sind echt alle. Alle Krieger. Irgendwie vom Gefühl her Karten und Kämpfer, die man vorher nicht so hatte, oder? Neil Manny, Drissus Duplessis. Islam Makachev hatten wir eben als Base definitiv nicht. Dann haben wir eine Joanna Jędrzejczyk, 225 Significant Strikes Landed. Und eine Khabib Silver. Das ist sehr nice. Eben hatten wir ja eine Conor Silver, jetzt haben wir eine Khabib. Immer gut. Khabib halt Legend und der züchtet jetzt ja weiter da hinten. Ist gerne Sleeven, ist big. Plessis Sleeven ist big. Kriegt da sogar einen Toploader, wenn das so ist. Und hier den Islam, der hat es auch drauf. Also haben wir eigentlich quasi alles gesleeved und getoploadet. Hier Dretschig müssen wir eigentlich auch, weil ist Insert 4 von 5 getoploadet. Jo. Jetzt ist es soweit. Ich glaube, jetzt kommt das erste Auto. Carol Rosa. Paddy. Rookie Paddy. Du wolltest doch Paddy. Ich habe eben von seinem Kollegen Rookie, gehört, ja. Paddy. Das ist Rookie, okay. Mit dem Logo. Alles gut. Daniel Rodriguez. Wir haben eine Alex Paris Tree Color, die ich aber nochmal drauflege. Dann drehe ich um. Und das ist Alex Morono Rookie. Okay. Unnumbered. Kann ich nichts zu sagen. Paddy the Fatty. Kein Rosenstreich, kein Name, den ich kenne. Paddy definitiv, weil das eben geäußert wurde, kriegt ein ganz schön viele Toploader hier. Kriegt einen Toploader und wir haben ja auch noch die Tree Color. Keine Reaktion zu Alex Morono heißt, das war nicht so gut, ne? Dann haben wir eine Holly Holm, hatten wir eben auch nicht. Henry Cejudo, John Jones, eine Paul Craig, Scotland Global Icon und Julia Aria Silver. Als Zebra habt ihr gesagt, ist das absolute super Ding. Ne? Das hat man. Ja, ich glaube auch. Eine pro Case hat Max geschrieben. Ach so, okay. Also, das ist jetzt auch nicht hier überall mal eben. Casey. Casey, ja, Paul Craig, da ist er wieder. Aljamain Sterling. Alexander Volkanovski. Eine Ricky Simon.
Und Nina Nunes Tree Color. Sieht aber nicht irgendwie aus wie Amandas Schwester oder so. Noch vier Packs. Kommt noch was? Ist es wieder so eine Psycho-Box oder ist es eine Standard-Box? Wir haben Alex Perez, Tyler Santos, Jared Cannonier, Jack Hermanson und Dan Hooker. Wieder Tree-Color. Ganz schön viele Tree-Colors für Christophorus. Also Top-Loader haben wir viele. Von den Namen her würde ich sagen, waren die anderen Boxen bisher stärker. Drei Packs noch. Wir haben Anderson Silva, Viviane Araujo, Shavkat Rakhmonov, da ist der nächste davon, aus Tadschikistan, Jose Aldo und eine Matt Hughes Silver. Hast du denn an Hits Auto bis jetzt? Wir haben, um das mal kurz. Deswegen fehlt noch Auto und Jersey. Ich habe keine Ahnung. Wir haben. Wir gehen das mal durch. Was fehlt noch? Damit wir es auch ein bisschen spannend machen, wenn denn hoffentlich alles drin ist. Wir haben ein Auto. Insert. Eine Silber von Khabib, eine Silber von Jan. Tree Color, Tree Color, Tree Color. Wir haben eine Paddy. Wir haben die Memorabilia. Und Tree Color okay, und ein Ambad. Also die geben wir schon mal rüber. Das war ein kurzer Recap. Zwei Packs nur noch. Da ist das Auto. Ich lege es kurz weg. Halte die Spannung mit dem Pack hier. Oh, 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 was ist das für eine Farbe? Was ist das Gold? Gold wäre 10. Gold wäre 10. Wär schön, Dan Hooker. Ich sehe es noch nicht. Das kann man ganz schön sagen. Ja. Thiago Moises. 10 wäre wieder cool, ne? Aber eben war es Suri. Wissen es noch nicht. Miocic. Eine NU Glover Teixeira, da war die One of One von Amanda. Und das hier ist. Ist sie sicher? Ist nicht, oder? Eine Robert Whittaker zu 175. Nee, ist kein Gold. Bronze? Bronze oder so, aber wiegt so. Ja, war halt nicht hell genug. Bronze, ja. Bronze, okay. Hatten wir noch gar nicht. Falsch Whittaker zu 175, ja. Also wenn das kein Gold-Look hatte, weiß ich auch nicht. Bronze. Ich habe die Checklist doch nicht. Bronze. Okay, und das ist das letzte Auto. Richard Franklin, Islam. Paddy. Gibt's hier in zwei Styles oder in drei? Ja, dann du hast ja beide Paddys. Hier noch eine White. White, die ist zu 75, glaube ich. Und das Auto ist Blue. Ja, die ist zu 75. Und das ist er wieder. Ja. Cyril. Der ist nicht. Ist der in Ordnung? 23 of 49. Also X Waylord findet den gut. Ja, ist ja der denn auch wirklich gut oder ist der nur also ein erfolgreicher Kämpfer oder sammelst du den einfach nur und feierst den? Wie gut ist der auf dem Markt? Wie gut ist der angesehen in der UFC? Alter Schwede. Alter, ja klar, aber wenn man den sammelt. Hm. Also es gibt auf jeden Fall Mac. Weil ist auch zu 49, ja, muss man auch mal dazu sagen. Deine vier Boxen hinten besser als alle Breaks. Brett, Feier, okay. Ding, schönes Ding. Okay. Ja, also, gute Box, ne? Hallo. Bald Heavyweight Champion. Ja, dann waren das doch vier schöne Boxen. Heißt auf gut Deutsch, wir hatten vier gute Select-Boxen. UFC. Das Ding ist, ich wollte keine neuen mehr bestellen. Nee. Auch wenn ihr das gerne hättet. Wenn's konnte ja auch keiner ahnen, dass ihr da so drauf abfahrt und dass die so hart hitten. Ne? Christophorus, ich glaube, auch du kannst zufrieden sein. Am Ende 23 of 49, zwei Rookie Paddies. Und das zwar den hier nämlich auch noch. Das sieht man auch stimmt. Vielen Dank fürs Öffnen, der ist sehr gut, hat Titelchancen. Der stand
C0 hat dann Titel gegen Garnu nach Decision verloren. Garnu retired, weil dann gibt es keinen anderen mehr, der ihm Einhalt bietet. Okay. Okay. Und wir haben auch noch eine 75. Hat richtig Spaß gemacht, war natürlich auch brutal erfolgreich. One of one zu 10. Top-Kämpfer gezogen. Also da kann man wirklich nichts sagen. Hat sich wirklich gelohnt, hat Spaß gemacht, auch wenn es immer mal was ganz anderes ist und unser Kerngebiet Soccer ist. Das war richtig geil. Donruss hat mich mega abgefuckt, das war richtig geil. Ich bedanke mich an allen, bei allen, dass wir so schnell die 4 Hobbyboxen weggeknallt haben. Und wenn bald wieder irgendein cooler Release kommt, UFC-mäßig, sagt mir Bescheid. Wir haben ja den großen Discord mit einer eigenen UFC-Sparte, da können wir das dann besprechen, okay? So, war schon die TTC Collection Umstellung Talk. Ja, ungefähr eine Stunde haben wir gemacht. Teil 1, nächste Woche folgt Teil 2. Wenn dann die, was ist da alles drin? Commander Hawks oder eine Panini Chronicle Soccer Premier League. Commander Hawks, möchtest du die ganze Box? Serie A, La Liga und Premier League oder so ein einzelnes Ding, müsstest du mir sagen. Aber jetzt frage ich doch erstmal nach meinem Freund Pokémon, Chris. Chronicles UFC kommt. Chronicles macht immer Spaß. Chronicles als nächstes. Oder meint der nicht? Stimmt, meinte UFC. Ja, Chronicles, wenn ihr da Bock drauf habt, das macht, ist ich bin dabei. An sich. Jetzt warte ich nur anwesend. Klabusch! Zwei. Die kannst du gerne haben, Commander Hawks. Eine würde ich dir hier heute noch öffnen, wäre kein Problem. Sapphire First Look kommt am Samstagabend. 3 oder 4 Boxen First Looken wir. Aber jetzt 2 Charger. Und die machen so Spaß. Tada! Leute, das sind noch 2 Charger heute, 2 Charger am Samstag und dann waren alle, die ich gekauft habe, schon wieder weg. Aber, gute Nachricht, es kommen 2 neue Cases. Nee, ich hatte auch noch ein Geburtstagsgeschenk. Ich hatte in der Zeit, wo du weg warst, TurboTex geöffnet, aber er ist Fan von ihm zu 500. Hast du das gehört, Chris? Ich weiß ja, dass er Schumacher-Fan ist. Du hattest Geburtstag in der Zeit, wo ich im Urlaub war. Vogel hat sich dran erinnert und hat TurboTex geöffnet und hat die Karte hier gezogen. Mick Schumacher und die ist zu 500 nummeriert, das sieht man hier. Und die geht also an Geschenk an dich raus. Wusste ich selber nicht. Dank geht also an Vogel für die Nummer. Schicken wir den mit. Und jetzt kommt deine. Was müsst aber im Shop stellen, aber leider kein PayPal. Aber du hast schon mal über den Shop gekauft, irgendwie. Weiß ich nicht. Hast du schon mal über den Shop gekauft? Bei uns? Kann man da über andere Wege zahlen? Hm. Das ist ein guter Call. Das war ein super guter Call von Sebi. Ein richtig, richtig guter Call. Hm. Das wäre blöd gewesen. Ja, anscheinend hat er dann schon mal geholt. Über einen Shop kann er irgendwie zahlen. Guck du mal eben, ob die jetzt wirklich raus ist. Sebi, vielen, vielen Dank. Das war ein saustarker Call. Der war wichtig. Und was läuft? Also und Commander Hawks und der Multisport. Ja. Commander Hawks, du kannst gucken, ist drin. Schlag zu. Ja, ist raus. Also nicht noch drin, aber halt nicht verfügbar. Ja. Also, Commander Hawks, du kannst loslegen. Sebi, das war ein ultra starker Call. Vielen, vielen Dank. Und jetzt Supercharger Box 1. Ich sehe ein Charger. Ich sehe 2 Charger und irgendwas Rotes. Ich hoffe nicht einfach noch ein Charger. Besser als diese
wie heißen sie? Influencer. Ja, die Influencer-Box ist halt, auch wenn ihr noch Content für heute braucht, würde ich einen Solo-Slap nehmen, sonst dann halt erst Samstag. Jona, gerne Samstag. Die eine Chronicles mache ich aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich jetzt gleich noch eine Überraschung parat habe für jemanden und da muss ich noch gerade auf was warten. Deswegen muss ich noch ein paar Minuten überbrücken. Ansonsten gerne alles Samstag. Wir können Samstagabend 25 Boxen öffnen oder so. Also wer ein Museum will, Slab, einfach melden. Und ich denke mal, Samstagabend werden auch viele kurzfristig zuschlagen. Weil es bis dahin noch nicht alles ausverkauft ist, ist das auch gar kein Problem. Aber jetzt ist Chris dran. Charger 1. Ich bekomme, wie gesagt, von den Superchargers zwei neue Cases. In den nächsten 10 Tagen oder so. Das ist geil. Ja. Die waren ja auch so schnell weg, wenn die ich die letztes Mal nicht zurückgehalten hätte. Ja. Bis jetzt hatten wir eine schlechte, glaube nicht, gefunden. Okay. Oh, das ist aber definitiv BGS. So Chris, es geht los. Ja. Oh. Kobe. Mit Trikot. Aus seinem 2007 und 8er Road Jersey Game Used. Da ist ein kleines Stück und Kobe geht halt immer. Ja. Hier die Karte, das ist eine Anthology-Karte, auch eine coole Serie, weil der Style der Karte übrigens richtig schön ist. Wir starten mit Kobe. Blackman. Oh, da ist noch was drin. Habe ich mich erschrocken, ich dachte, jetzt werfe ich das weg. Einfach so eine Karte. Eine Omari Bailey aus Glow. Okay. Ich wollte das schon... Im zweiten Charger. Wieder dick. Ich guck gleich. Danke dir. Schiri, der wirft meine Karten weg. Das fühlt sich wieder an wie BGS. Nochmal so ein Ding. Nee. Oh, das feiert er. Wer ist es? Andrew Carnegie, Henry Ford und JP Morgan. Also. Welche, die was aufgebaut haben. Ja, also, Unternehmer. Ja, Mogule. Ja, also aber auch so Industrialisierung, oder? Die haben die Welt zu einem schlechten Ort gemacht. Aber Carnegie, Ford und Morgan. Schon. Genau die. Also genau dieselbe habe ich schon. Das ist bitter. Stimmt, du hast die schon mal gehabt. Das war die, ne? Dann hast du jetzt zweimal. Ich glaube aber, sowas wird man gut los, Chris. Und wir haben ja hier noch irgendwas Randommäßiges. Und das ist eine, ach so, so eine Super Glow Opal Edition. Ach. 2022. Ach, das Ding, ja, das hatten wir ja. Kriegt die Hölle, ne? Nochmal verpackt. Wie war das? Ach, das war ein Booster und naja. Die Karte. Also hinten die Karte ist eine Ryan Helinski Auto und zwar eine Authentic Autograph. Ryan Helinski, geboren 2000. Jetzt ist die Frage, hat Helinski irgendwelche... Das sind ja meist College-Spieler, ne? Hat mir da einer seinen Bulk reingepackt? Was? Bulk? Ja, so zu, hier, ach, hier meinst du. Ja, sieht ein bisschen so aus, ne? Helinski, ich guck mal. Nee, kenne den nicht. Und dann haben wir Grant, Gunnell, Charlie Sheen, so wie beim letzten Mal, glaube ich, Sam Howell und Chris Olave oder Olay. Das Problem ist, der kommt nicht online, ne? Ja. Also ich kann jetzt nicht ewig warten. Ich weiß nicht, Sterni Lee, bist du noch hier? Ja, er spielt noch College. Also das war das. Und dann haben wir hier noch, ich glaube, vier Karten sind da drin.
einfach mal so eine Solar-Super-Rate, die er Marshall Lloyd, John Matchy III, Bo Nix und Alperen Sengün. Und den kennt man. Ja, der spielt der NBA. Spielt NBA. Ja, bin da. Wo ist er, der Herr? Mach ihn mal Feuer unterm Arsch. Diese abgehobenen TV-Stars, ey. Mann, Mann, Mann. Chris, das hier ist alles Teil deiner ersten Box mit einer Kobe, mit einer, die du schon leider hattest, und ein Autograph. Box 1. Aber ich kenne keinen von denen. Ich leider auch nicht. Aber du hast selber gesagt, Hauptsache aus Pappe und rechteckig. Und hier ist noch ein Charger. Diva braucht nur 6 Minuten. So abgehoben. Kennst den ja. Ernster. Ich guck mal, ob die Bestellung durchgegangen ist. Ja, einer. Wie er meinte, genau. Dann hole ich mir. Ja, Benjamin. Danke, der ist durchgegangen. Passt. Aber wir machen jetzt erst das hier. Dann können wir noch deine machen. Und bis dahin ist dann der feine Herr vielleicht auch soweit, den wir überraschen wollen. Der abgehobene. Okay. Oh. Oh, ja, da ist was Großes drin. Ein Charger, zwei Charger und das lasse ich mal kurz so. Ich habe den Namen schon gesehen. Da kannst du dich was, auf was freuen. Wir machen aber erst die Charger. War leider nicht mehr richtig verpackt, aber ist glaube ich heile. Ja, das ist diesmal nicht, das ist größer als die anderen. Ach so, daran liegt es. Müssen wir genug, aber wir haben genug zum Stopfen. Charger 1, es ist wieder was Dickes, wieder BGS. Ja, das sind dann immer die mit dem. Nee. Das gibt's doch nicht! Dietmar Vincent van Gogh, oh, nee. Claude Monet und Paul Cézanne. Ja, deswegen kannst du das Set voll machen. Ja, echt, du ziehst hier nur diese dicken Trios. Was ist das? Künstler und Schriftsteller, kann man das so sagen? Monet war Maler, aber glaube ich auch Schriftsteller. Paul Cézanne habe ich noch nie gehört. Vincent van Gogh sollte allen bekannt sein. Das ist geil, feiere ich auch. Und man sieht halt auch, wie scheißen alt das ist, was noch geiler ist. Chris sieht nur diese Triple-Dinger. Das ist der Hammer. Das ist, glaube ich, jetzt mal PSA. Ganz offiziell. Der war doch der ohne Ohr, oder? Ja. Also erst mit und dann ohne. Das PSA. 3, 2, 1. Oh, das ist was. Das ist das dieses. Label. Wie heißt der Grade, diese Grading-Firma noch? Haben die geschrieben? Zu 20 Van Jefferson Black 20. Mamba Grading. Black Mamba Grading. Das habe ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen und wusste auch nicht, dass das da drin ist. Von Jefferson eine zu 20 aus Prism Rookie Mosaik von Black Mamba Grading. Eine Gem Mint 10. Sehr gut, Jona. Crack mich Grading. Ich glaube auch, weil die Karte ist, glaube ich, ganz geil. Hatte eine Mega Season letztes Jahr. Okay, das hört sich gut an. Ja, Rookie dann, zu 20 ist dann Chris, crack die Scheiße zur Not und dann hast du eine Top-Karte. Super Bowl Champ. Aktueller Super Bowl Champ. Musst du mal fragen, ob er tauscht. Sind super Bursch. Schaut fett aus, die Karte. Passt doch, oder? Aber jetzt, Chris, pass auf. Das ist, glaube ich, die erste Number, die wir in so einem Slip ja, ziehen. Und dann 20, ist voll gut. Gibst du es mir an? Ich kenne nur einen. Kennst du beide? Ich kenne definitiv einen und ich das war. Einen, ja. Ein größerer Rahmen als beim letzten Mal. Certificate of Authenticity, Steiner Sports Memorabilia und Yankees Steiner. Also Yankees habe ich schon mal verraten. Ich lege es jetzt hin. Wir sind im Baseball angelangt und man könnte meinen Baseball, aber warte mal. World Series Champions, Jersey und Jersey. Derek Jeter und Alex Rodriguez. Beide nebeneinander mit den Klamotten, die sie anhatten.
da das eine Stück, da das andere Stück. A-Rod und Jeter. A-Rod kennt Team Vinci. Heftig, oder? 2009 World Championship Black Frame. Zwei Legenden. Derek Jeter und Alex Rodriguez. Ich feiere diese Rahmen allgemein. Ja, die sind einfach nur schön. Ja. Finde ich geil. Und hinten das Echtheitszertifikat. Aber das, mein Freund, das darfst du dir dann selber durchlesen. Okay? Feiere ich hart. Sieht mega, mega schön aus. Will ich dann ein Foto, wie das an der Wand klatscht? Vielen Dank dafür. Geht rüber, Vogel packt das ein. Wir brauchen dann wieder irgendeinen coolen Karton und dann passt es. So, dann öffne ich jetzt noch kurz eine Chronicles. Wo sind die? Hinten? Die sind hinten, ja. Für, das muss ich mir aber auch schreiben, Benjamin B. Case open schon? Case, habe ich geöffnet, ja. Sind aber noch alle drin, glaube ich. Benjamin B. Chronicles Rechnung. Zack. Und alle anderen, die Chronicles wollen, Museum wollen oder irgendwas für Samstagabend, Sapphire, ihr seid dann gerne Samstagabend dran. Und zwar herzlichst eingeladen, so ab 18, 19 Uhr kommen wir auf ganz entspannt online, bis 12 Uhr mindestens, trinken ein paar kalte, gönnen uns ordentlich zusammen ein paar schöne Boxen, machen uns einen schönen Hobbyabend, Sammelabend, Kartenabend. So, also ich kann sagen, Benjamin, das Geld ist angekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Wen haben wir? Benjamin wie? Benjamin B., aber... Ach so. Ja, vom, pack's ruhig ein. Was denn sonst? Das muss ich mir auch... Habe ein Paket eben bei der Post abgegeben. Was war das denn nochmal? Ah, ich weiß, was das war. Okay. Willst du was in seinem Chat sagen oder soll ich das machen? Ich mach das gleich eben, Sterni, aber... Na ja, warte, ich mach das jetzt ganz kurz. Aber ich muss die Box noch eben öffnen. Wie sollen wir es machen, Claudia? Ich mach erst die Box, okay? Ja, moin zusammen. Durch, dann hast du, ja. Chris, erstmal wieder wie immer vielen Dank. Ne? Wenn du Samstagabend doch nicht auf Reise gehst, um dir wieder die Batterie abzuklemmen, dann bist du natürlich herzlich eingeladen. Wenn du was haben willst, melde dich aber früh genug, wer weiß, was abgeht. Jetzt machen wir für Benjamin Chronicles und jetzt mal ganz ehrlich. Wann hat uns zuletzt eine Box vom Panini Soccer Produkt, von einem Panini Soccer Produkt so umgehauen wie Chronicles? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern. The Juke Master, kann man bei Chronicles auch einzelne Boxen haben? Ja, sind im Shop eingestellt. Für Samstagabend kannst du die bestellen. Nicht in unbegrenzter Menge, weil, wenn ich jetzt sagen wir mal neunmal eine La Liga verkaufe, sind ja 9 Boxen offen und dann kriege ich nachher den Rest nicht weg. Aber ich denke mal 2, 3 Boxen würde ich dafür bereitstellen. Einfach mir bei Insta oder Discord schreiben. Sind auch im Shop eingestellt. Guck's dir an unter der Livestream-Kategorie. Wir starten jetzt rein für Benjamin mit der Premier League. Ich brauche dann aber wieder auch verschiedenste Dinger hier, ne? 130, 180, 75. Habe ich noch 100? Hier ist auch noch 130. Okay, okay, ich bin vorbereitet, Benjamin. Auf geht's. Ich danke dir, für mich eines der geilsten Produkte, für definitiv für Fu-Manchu. Das ist so. Aber wann war Panini zuletzt so? Panini war ja zuletzt eher das Gegenteil. Kopfschmerz und Abfuck. Mosaik, Mist, was haben wir denn noch, wo haben wir denn noch so reingeschissen, wo immer viel zu wenig drin war und auch Mosaik. Zu teuer. Es waren ja 3 Mosaiken. Ja, stimmt, nur die World Cup kommt noch. Revolution. Da müssen wir mal abwarten. Wir starten rein. Und ich hoffe, das läuft heute wie zuletzt, denn das lief herausragend. Da waren vielleicht mal 1, 2 Standarddinger bei. Ja, Prism war auch. Ja, Prism war auch Mist, ja. Chronicles Multipacks sollen eigentlich noch diese Woche kommen. Wenn die kommen, bauen wir die Samstagabend noch in den Stream ein. Aber bestellt habe ich sie. Ob der Lieferant das klar macht, das liegt nicht an mir. Pedro Neto. Die Juke Master, die waren noch gar nicht drin. Das ist nur so, dass ihr gucken könnt, was es so gibt am Samstag. Ja, genau.
Du siehst nur, was alles verfügbar ist, Rootmaster. Eingestellt ist davon nichts, aber du kannst mir ja aufgrund dessen, dass ihr die Produkte siehst, es ist nur für dich zum Sehen, was ist alles da, dich melden und sagen, Tilo, für Samstag das und das. Übrigens, Pearl ist für Samstagabend auch noch verfügbar, 5 Stück oder so. Son zu 99. Das ist schon mal richtig, richtig nice. Und die nächste ist auch richtig, richtig nice. Lucario Prism. Geht schon wieder gut los. Dann haben wir Lukaku, Tsimikas. Die nächste Origins kommt von Mount, Zaha, Rucksacki, Harvey Elliott Rookie, auch nice. Eine Joe Willock, auch nice, richtig korrekter Spieler. Muss ich auch auspacken. Dann haben wir eine Dwight McNeil, eine Mo Salah, auch nicht so schlecht. Hier kommt eine Blue von Coutinho. Dann drehe ich mal um und drücke dir die Daumen. Starke erste Box bisher. Wolverhampton Wanderers. Daniel Podence zu 250 aus Illusions. Das haben wir da genommen. 100? Da gab es alle möglichen, aber ich glaube von vom ersten Blick über die 100. Ja. Podence Wanderers, das und die Number ist auch eine Nummerierung drauf. Coutinho zu 49. Hinten raus sogar noch eine Origins von Cresswell. Dann hatten wir zum Sleeven noch Sala, eine Willock, eine Harvey Elliott und eine Mason Mount. Und dann sind meine Sleeves erstmal kurz leer. Würde ich sagen, La Liga. Immer noch in der Hoffnung, dass wir eine Gavi ziehen. Diese Gala. Gavi Gala zu 8. Nee. Wenn er. Oh! Da ist er schon mal als Origins. Alter Schwede. Die ist schön. Das ist schon mal in dem Design. Also, ich sag dir jetzt eins, Benjamin, du magst mich für verrückt halten für 290 Euro. Wenn ich die gezogen hätte, hätte mir das schon gereicht. Ungelogen. Weil die ist brutal. In dem Look. Vogel und mir hätte das hier gereicht. Egal, was jetzt noch kommt. Ich rede hier über Gavi. Und der droppt einfach als erstes als... Also wunderschön in dem Design. Einfach mal als Origins. Das ist crazy. Wahnsinn. Das glaubt doch keiner. Ich brauche gleich noch Regular Toploader Vogel, glaube ich. Aber ich mache erstmal weiter. Moika. Garcia. Zuge der Nummerierung. Arambari. Busquets. Joao Felix Origins. Auch nicht so schlecht. Modric. Gorozabal. Sanchez. Das ist schon so weit. Hinten 2, ne? Hast du nicht abgenommen? Ne? Rodrigo, und hier kommt eine Crack ja, Ice. Kommt. Die kommt von. Ja. Alcaron. 23 of 23 Rookie. Benzema. Hier haben wir noch einen Rookie, der kommt von Rodri Sanchez. Jetzt drehe ich mal um. Das war schon korrekt so. Das ist ein National Treasure. Ist das so rum? Cornerstones. Ich glaube, das ist National Treasure. Ist ja. Der da? Der schreibt gar nichts mehr, der Aber Benjamin. Er hat doch gekauft, oder? Der hat hier schon so ein richtig heftiges... Ja, das müsste doch wieder...
Wow! Quad Patch, a Quad Jersey Auto Toni Kroos. Die ist schön, aber. Ja. Cornerstones zu 289. Bin da. Was passiert denn hier? Cornerstones ist Case It, oder? Cornerstones. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber für 289 nicht, oder? Also Quad Jersey Auto Toni. Wunderschön. Hälfte. Ey, was ist das für ein Produkt? Ich kack ja, ab. Origins Gavi. Sean Numbered war da jetzt schon wieder drin. Jetzt Querpass Toni Quad Jersey. Hätte man davon mehr gekriegt, wäre ein Case Break drin gewesen. Aber war ungelogen. Ja, das ist so ein schönes Produkt. Aber kriegst du ja nirgendwo her. Das Produkt. Ich habe heute nochmal welche bestellt. Okay, das ist doch gut. Ja, kauf was du kriegst. Die sind so geil. Ich habe heute einfach nochmal welche bestellt. Ja, würde ich auch mal, sobald du die Chance hast. Halbes Case habe ich heute nochmal ja. gekauft. Ey, Wahnsinn, das Produkt ist zu heftig. Wie freue ich mich auf Samstagabend, wenn wir das penetrieren. Sorry. Ist ja so. Ist dann gar nicht, ist das. Ist dann gar nicht, ist das mit dem. Ist Cornerstones. Das ist nicht mehr schnell. Kenne ich gar nicht. Ja. Cornerstones. Und wir hatten übrigens ja auch noch eine 23 Rookie drin, ne? Und eine Gavi. Ein bisschen schräg geklebt. Keine Number? Doch, hier, die Cracked Ice. Ah ja, stimmt. Und die Serie A. Und danach, liebe Leute, machen wir noch eine kleine Überraschung für jemanden, der gerade online ist, der damit gar nicht rechnet. Da wurde ich darum gebeten von den Moderatoren des Kanals. Er hat sich schon ein paar Mal reingeschaut, Serie A. Da muss ich ihm gleich nur mal eben im Chat schreiben und ihm sagen, Junge, komm mal rüber hier bei uns. Bring mal mit die ganze Meute. Aber erstmal machen wir, für Benjamin ist ja noch nicht durch, obwohl die Box jetzt schon wieder abgerissen hat. Wir haben Giovanni Simeone, einen Numbered von Bremer. Ziemlich starker Verteidiger, den wollten die Bayern, glaube ich. Vogel, bringst du Regular mit? Ja, ja. Dann Thomas Henry, Hamed Traoré, Arturo Arnautovic, Pinamonti, Faraoni, Barak, der kommt nochmal eine Cracked Ice, wahnsinnige Box, Maggiore, Tessmann, Tenna Tessmann, auch ein geiler Name, Daniele Verde. Die Cracked Ice kommt von Wilfried Singo. Cracked Ice Spectra zu 23 und das ist, glaube ich, eine Origins. Oder habe ich mich verguckt? Ne, es ist eine Absolut. Es tut mir leid. Und zwar von Patch. Ein Interpatch von Matteo Darmian zu 500. Also, ich kann es immer wieder sagen, das Produkt ist ein Traum. Irgendwie hat auch keine Box völlig enttäuscht. Und die ist 21 of 23. Alleine der Gavi war schon. Ja, der Gavi, ich sag ja, der Gavi hätte mir für 290 gereicht. Aber das ist halt Personal Feeling. Wenn ich denke, die eine Gavi in dem Style reicht, dann ist es für mich, wie gesagt, das muss jeder für sich selber irgendwie einschätzen. Eine kleine Recap. 23 Cracked Ice Zingo. Ein Patch von Inter zu 500, Matteo Darmian, eine Bremer zu 99, eine 23 von Alecon, den kenne ich nicht, sorry, aber die ist Foto. Coutinho 99, das Podence-Ding war 250 Jersey und dann eine Son zu 99, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Und ich meine, ein Quad Jersey Cross Auto für den Preis der Ostbelgier finde ich auch ein wahnsinniges Produkt. Ich komme da gar nicht drauf klar, dass das von Panini America kommt. Ich habe damit, als ich war ja im Urlaub und dann hattet ihr ja berichtet, wie geil das Produkt ist und EU West hat alles abgerissen und so und ich dachte immer, ja klar. Mhm. Chronicles mhm. haben wir ja. Tilo, hast du für Samstag noch Chronicles? Ja, Ronny, einfach mir eine Nachricht schreiben und schon mal reservieren, bevor alles weg ist. Samstagabend öffnen wir, glaube ich. Ich glaube, Samstag wird viel geöffnet. Allein Vogel und ich gönnen uns schon 4 Sapphire Champions League. Und wenn ich hier Chronicles so sehe, eine auf jeden Fall.
Könnte man, noch mal, ne? Für Gavi. Für Gavi, ja. Okay, jetzt gehe ich mal eben, danke an Benjamin. Jetzt gehe ich mal eben bei... Und ihr kommt bitte mit, der Kanal heißt Kleinvieh macht auch Mist TV. Ich kann ihn nicht hosten. Dass sie da hingehen. Achso, mach das mal eben, genau. Wir gehen da jetzt alle hin und schreiben ihm, komm rüber, Junge. Kleinvieh, na warte, ich hole mir eben den Ding. Ja, und dann kann ich da auch drauf klicken. Und dann, da, Leute, alle mal kurz da hingehen und EU West, er muss wissen, dass wir da sind. Er muss wissen, dass es jetzt losgeht. Postet bitte. Der Junge hat heute Geburtstag. Der Junge hat heute Geburtstag. Also, EU West, komm. EU West, ich will EU West sehen. Komm rüber, Junge, schreibt Wayne Smith. Ich höre ihn nicht, ich muss mal kurz Ton anmachen. Das ist dann schwer. Moin. Digga, was geht hier ab? Was geht hier ab, Alter? Major Monty, moin, alles Gute nochmal dazu, liebe Grüße von Lars Acker Pummelfee. Major Monty, dankeschön, vielen Dank, Alter, Leute. Vielen Dank, Alter, was geht hier ab, Leute, was geht hier ab? Wir machen heute einen ruhigen Stream, wir haben auspacken. Wir müssen auspacken, Chat. Heute ruhig, Chat. Komm rüber zu Tilo. Alter, was geht hier ab, Chat? Was geht hier ab? Wir müssen heute hier auspacken. Ich habe von euch Pakete zum Geburtstag bekommen. Die kann ich nicht mal... Die kann ich nicht mal verschieben. Ey, Sternilin, sagst du ihm, dass er rüberkommen soll? Was ist das, Mann? Ja. Woher kommen die ganzen Follows? Ab zu Tilo? Geh mal zu Tilo jetzt. Chat, wir gehen zu Tilo. Ja, okay, er weiß Bescheid. Ich warte, bis er im Chat ist. Und ich freue mich, ihn zu überraschen, weil er ist ein super, super sympathischer Typ. Ich habe keine Ahnung, wie wir uns kennengelernt haben. Ich weiß nicht, ob ich zuerst bei ihm auf dem Kanal war oder er zuerst bei mir auf dem Kanal war. Alles, was ich weiß, er raidet zwischenzeitlich immer mal. Alles, was ich weiß, ist, er ist echt ultra nett. Und was ich weiß, er ist ein TV-Star, abgehoben. Ja, ist klar. Habe ich ihm auch schon, gesagt. Ist er natürlich nicht, aber was viel wichtiger ist, der Gute ist nicht nur sympathisch, sondern er hat heute Geburtstag. Und deswegen zuallererst mal von mir Happy Birthday to you, lieber Patrick. Macht dir gleich einen schönen Stream und genießt den Abend. Ich habe gerade die Paketwände gesehen von deinen Zuschauern, die dir zugeschickt wurden. Gönn dir, lass dich reichlich beschenken, das sieht ja schon mal gut aus. Hast du dir mehr als verdient? Kannst du noch so ein weißes Teil holen? Oh, hast du dir mehr als verdient? Mach dir einen schönen Geburtstag. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin froh, dass ich irgendwie auf dich gestoßen bin. Ob ich erst auf dich oder du erst auf mich, weiß ich nicht. Spielt aber auch keine Rolle. Wichtig ist, da habe ich einen sympathischen Dude kennengelernt und vor allen Dingen jemanden, der irgendwie auch Karten mag und immer mal mitmachen wollte. Aber ist ja nicht geschissen kriegt. Warum? Die Begründung liegt auf der Hand. RTL-Star, hohes Budget, viel in Monaco unterwegs. Mippi hat dir übrigens gerade einen Sub gegiftet, viel in Monaco und in diesen reichen Gegenden unterwegs, viel Sekt am Schlürfen und solche Dinge, aber deine Moderatorin Sterni Lee, ich glaube sie heißt Claudia, hat eine schöne Überraschung für dich in Zusammenarbeit mit mir klar gemacht, und zwar bekommst du heute von deiner Community, ich weiß nicht wer das alles klar gemacht hat, Hardinho, danke für dein Prime, diese Box bei uns geöffnet. Und danach bekommst du diese Box bei uns geöffnet. Und das sind die Geschenke von deinen Moderatoren, von deiner Community. Wo es genau herkommt, weiß ich nicht, aber es ist so passiert. Und weil du Geburtstag hast und ich dich halt auch feier, schenke ich dir noch ein Breaking Solo Edition on top. Also, lehn dich zurück, mein Freund. Mach dir einen schönen Geburtstag. Gleich kann dein Stream auch weitergehen. Ich weiß, du hast noch viel zu tun. Ich weiß, der Whirlpool ruft. Und das 5-Sterne-Hotel und. Aber erstmal würde ich sagen, auf dich mit einem schönen Glas Wasser. Prost auf ein weiteres erfolgreiches Jahr bei, ich weiß nicht mal, wie die TV-Sendung heißt. So ein Fan bin ich. Aber ich weiß, ich finde es geil, was ihr macht. Trödel. Der Trödeltrupp.
von RTL 2. Der hängt mit diesem Chicrö rum, ne? Ich glaube, der hängt wirklich. Ich glaube, der hat diesen Chicrö wirklich schon getroffen. Also, starten wir mal hiermit. Die Retourenprofis, so ist es. Das Produkt hier ist ja ein absolutes Einsteigerprodukt. Und da du ja Einsteiger bist, finde ich, trifft es das sehr gut. Schauen wir mal, ob wir hier was für dich rausziehen. Es ist nicht in jeder Box ein Autogramm. Aber jetzt geht endlich deine erste offizielle Fußballkartensammlung los. Okay, es wird Zeit. Mann, 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 bedank dich bitte bei Claudia, also Sterni, die das ist für dich klar gemacht hat, damit du jetzt endlich mal ins Hobby rutscht. Also, Stach. Ich weiß nicht, was bist du für ein Fußballfan, Patrick? Zoller, Vasiliadis und Ortega Moreno. Dann haben wir Zichos, Lewandowski, eine schicke Mukoko in diesem Helden von Morgen Comic Look. Das ist sehr geil. VfB Hertha, okay. Und dann haben wir direkt mal passend zu deiner Vereinszugehörigkeit einen Wolfsburger in Grün, Franks. Wir haben Chor. VfB und Hertha wird in dem Champions League Produkt gleich schwer, sage ich nur schon mal. Stark. Stindl. Und Jeremiah St. Just, Mainz. Dann haben wir Grifo, Okugawa, Brooks und Mangala. Ansonsten alles gut bei dir, hoffe ich. Du hast einen schönen Tag. Diaby, Essen und so bestimmt schon. Aha, die Sammlung kann starten. Erling Haaland, Club 100 und das ist aus dem Produkt dann einfach schon eine gute Karte. Das muss man dann einfach mal sagen. Und deswegen, lieber Patrick, kann ich dir sagen, dieses Ding nennt man Toploader. Toploadet man die zu einem besseren Schutz. Ja, verstehst du? Also, deine erste Haaland-Karte ist stark. Wirklich gut aus den Produkten. Haaland ist jetzt schon echt stark. Christensen, Szoboszlai und Daichi Kamada. Dann haben wir Boré, Lewandowski, Bebou und Scully. Das ist hier von Akte X. Mulder und Scully. Kennst du vielleicht noch, obwohl du bist noch nicht ganz so alt wie ich. Salai, Demirovic, Redan. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Drei Helden von morgen hintereinander. Vogel packt das schon mal für dich ein. Patrick, das Einzige, was mir fehlt, ist deine Adresse, an die ich dieses Paket dann schicken möchte. Die wurde mir noch nicht verraten und das müsstest du dann bei Insta machen, damit ich das Paket die Tage für dich fertig machen kann. Udokai ist ein Refractor. Dann haben wir Kusunu. Die ist auch ziemlich nice. Jamal Musiala als Held von morgen. Jan Sommer. Adresse schicke ich dir auf Insta. Machen wir so, danke. Aber lass die Zeit. Ich mache das entspannt. Morgen, übermorgen. Mach heute erstmal in Ruhe. Genieß deinen Ehrentag. Die ist numbered von Stach. Und vor allen Dingen stream mit deiner Community gleich erstmal schön einen weg. Ich komme gleich auch nochmal kurz vorbei. Bakker, aber wirklich nur kurz, weil ich muss unbedingt was essen. Koulibaly. Ja, wie ist das? Spray, Post, keine Ahnung. Ja, wie auch immer das geht, ich probiere es. Hack, Suarez. Und da ist ein Kimmich in Blau, auch nicht so verkehrt. Zu 150, wie du weißt. Top-Blow da drum. Zack. Oh, danke für 10 gegiftete Subs von deiner Moderatorin. Die gehen an Space Runner, Slutgates, Bursch, El King Maze, Pixelpad, Sergeant Dampframer ab, Kenzie Klaas und mit Sega Mega 32 mal online. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. War nicht nötig. Habe ich wirklich gern gemacht. Weil, ich habe es ja eben gesagt, für Menschen, die einem sympathisch sind, kann man sowas ja durchaus mal organisieren. Das war mir also echt eine Freude. Aber danke, danke für 10 Gifted. Wir haben noch 3 Packs und danach machen wir die Champions League Chrome Light Version. Erkläre ich dir gleich was zu. Hier haben wir Endo. Und zwar bei der Champions League Chrome Light sind Exclusive Raywaves drin und es können sogar Raywave Autogramme sein. Vielleicht hast du ja Glück. Pavard, da ist die Haaland als Base, für alle die das Hobby noch nicht so verstehen, weil ne,
So sieht die Standardkarte aus, die ist mehrfach drin, 100.000 Mal gedruckt, sage ich mal. Und dann gibt es aber eben auch farbige Varianten, die durch ihre Limitierung dann auffallen. Purple, Lila ist dann zum Beispiel zu 299 und das geht runter bis 1 of 1. Umso niedriger, desto besser und umso niedriger dann bei so Spielern wie Haaland natürlich auch umso wertvoller. Schau her im 5. Danke dir und im letzten Pack aus der Box. Mit Baku, Vogt und Maximilian Arnold. Also gar nicht schlecht für so eine Box. Ich meine, das ist eine 55-Euro-Box. Haaland und Kimmich Blue kann man nehmen. Aber es ist ja noch nicht vorbei, denn deine Community ermöglicht dir auch dieses schöne Stück. Und da steht es drauf. Find 4 Exclusive Black and White Raywave Parallels. Und die suchen wir jetzt. Das ist ein Produkt, der ziemlich aktuell, ziemlich cool, kann man echt gute Karten drin ziehen. Ich werde dich wissen lassen, wenn was richtig Geiles dabei ist und das dann natürlich auch entsprechend verpacken. Was ich mal eben brauche, sind neue Toploader, weil ich schenke dir jetzt ja gleich auch noch was. Dafür brauche ich zwar keinen Toploader, weil das ist schon geslappt, aber dazu komme ich gleich. Okay. Also hier haben wir 16 Packs, A4 Karten, das ist die Konfiguration von dieser Light-Version, das Pendant dazu ist eine Hobby-Version, da ist dann ein Autogramm pro Box garantiert, das haben wir jetzt hier nicht, aber mit Glück können hier Autogramme drin sein, ist hier deutlich günstiger als die Hobby, High Passy. Hier kommt schon so eine Raywave, wirst du sehen, ich feiere das Design hart, ich hoffe dir gefällt das auch, weil dann müsste das ein cooles Produkt sein, hier jetzt natürlich Champions League, also die ganzen Champions League Vereine, deswegen Stuttgart und was hast du noch gesagt? Hertha. Hertha, relativ schwer, auch die nächsten Jahre wahrscheinlich, sorry dafür. Guardiola, und das ist hier Raywave, so sehen die dann aus. Rookie Logo drauf, Real Madrid Blanco. Also ich erkläre einfach nebenbei ein bisschen, weil ich glaube, viele von deinen Zuschauern wissen, falls sie mitgucken, nicht genau, und sie gucken bei dir ja mit Sicherheit mit, was hier abgeht, deswegen hoffentlich ist der kleine Crashkurs, den ich hier gebe, verständlich. Dies zum Beispiel schon mal richtig nice. Bellingham ist übrigens einer der Spieler, die ich selber sammle. Dann haben wir Chiesa, Persin, Daniel Malen und David Neres. Du siehst, die leuchtet ein bisschen anders. Das ist der Standardlook und siehst du, das ist so leicht silbern und die heißen Refractor. Sind demnach ein bisschen seltener. Und dann Brenton Aaronson, Liam Delap, Benzema und das ist auch so ein Refractor. Lucas Ocampos. Ich würde es ja jetzt feiern, wenn irgendwas richtig Heftiges kommt. Hier kommt eine Farbe. Farbe heißt nummeriert normalerweise. Upamecano und Kunku und zwar stark. Richtig guter Spieler. Caio Jorge, Rookie-Logo drauf, nummeriert zu 199. Den gibt es eben auch in der Standardvariante und darüber hinaus diese Nummerierung. Ich glaube, es startet bei 299, dann gibt es 250, dann gibt es 199 und es geht auch wieder runter bis zu Super Fractor. Das ist dann die Nummerierung 1. Hier kommt die nächste Raywave. Aguero, Varela, Conte und Grealish, die Wade für Man City. Kommt schon wieder eine Raywave, das sind dann schon drei. Zidane Iqbal für Manchester City, Pino, Blanco und Chelsea, wieder Rookie, Trevor Chalobah. Drei Raywave, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn noch so viele Packs über sind. Ich sortiere die mal kurz raus, die gebe ich schon mal Vogel. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Lodi, Diaz, Anthony und Drogba. Und am besten nicht da drauf. Leo, Scalvini, Ederson und A Chasing Glory Portos Pepe. Nicht Brutalo Pepe, sondern der junge Pepe. Die ist ziemlich cool. Das ist die Karte, die man für gewöhnlich in der Serie am meisten möchte, die Gavi, dies, damit du das nicht vergisst, packe ich dir die mal ein, ist zwar Base, aber ist Gavi.
Hier war nicht so, hier kommt was Blaues. Kamavinga ist auch nice. Und das ist Thiago Thomas. Ausgeliehen an den VfB Stuttgart, den solltest du also kennen. Ich glaube, dein Kollege spielt doch bei Stuttgart, oder? War da nicht mal was? Hi Prince J. Ignacio. Di Maria. Tarami und noch eine Kamavinga an Trikots. Danke für 4. Das ist Kamavinga Refractor. Kann man auch direkt mal top loaden. Keine schlechte Box schon wieder. Mingueza. Ja, der war das. Ist auch noch was. Okay. Lukaku und Upamecano. Und dann machen wir die letzten. Jetzt kam natürlich keine Raywave mehr, dass wir vielleicht die Chance aufs Autogramm hätten. Da Grazza, Thiel, Haaland und Taylor. Haaland muss man auch immer sleeven. 3 Stück noch. Hi Hojcic. Wir haben Cristiano Ronaldo. Hier kommt die letzte Raywave. Hoffentlich eine Autogramm drauf. Wäre einfach ein Wunschtraum. Es ist. Ich würde sagen, so alle 20, 25 Boxen mal ein Autogramm drauf. Also das wäre schon eine harte Quote, die du hier triffst. Aber Sergio Ramos hat, glaube ich, nicht unterschrieben. Das ist also die vierte und letzte Raywave. Jetzt müssen wir schon Glück haben. Aber nochmal, es geht hier gar nicht so sehr um das Autogramm. Die Box war an sich schon ziemlich gut. Gio Reyna, hier kommt noch eine Edinson Cavani als Refractor. Und im letzten Pack. Und wenn du die dann bei dir zu Hause hast und du hast nochmal Fragen, du weißt... Du kannst dich immer melden. Hier kommt nochmal eine nummerierte. Brahim. Und die letzte kommt von Frankie de Jong. Barcelona. Nochmal eine zu 199. So, das waren die Geschenke aus deiner Community, von deinen Moderatoren. Die 4 Raywaves. Und dann haben wir hier Numbered. Refractor, eine starke. Noch eine nummerierte. Die Gavi kann man immer behalten. Und eine Kayo. Und von uns, also von meinem Bruder, der sitzt neben mir und mir, gibt es jetzt noch so ein Ding. Hier ist nur eine Karte drin, aber die Karte ist direkt gegradet. Das heißt, das ist so eine Art, du kennst Grading, glaube ich, von Comics, wahrscheinlich hast du es schon mal gehört. Zustandsbewertung, du schickst eine Karte, wenn du denkst, die hat eine Top-Qualität zu PSA oder BGS, das sind diese größten Grading-Firmen, die bewerten dir die und ja. Wenn du Glück hast, wird es eine 10 und je nachdem, welcher Spieler das ist, macht dieses Grading am Ende mit einer 10er Bewertung den Kartenwert, sagen wir mal, der kostet dir als Vorjahr 200 Euro wert und dann bekommst du eine PSA 10 von einem echt guten Spieler, der noch nicht so oft in der Note gegradet wurde, dann macht das direkt auch mal 300, 400 Euro aus. Das kann sich also lohnen. Die geht auf uns, Glückwunsch und... Er zieht einen Fußball an, richtig korrekt, der Sausack. Hey, komm, bitte das so. Oh. Pedri 10. Rookie? Alter, das ist richtig also, korrekt. Ja, ja, ne? Für so ein Ding, ja. Für das Produkt ist das mit das Beste, was wir je gezogen haben. Ja. Happy Birthday. Ja. Pedri zu 10, Living Set. So in diesem Living Set, das sind so gemalte Karten, künstlerisch hoch wertvoll, wie du siehst. Rookie-Logo, die ist so schon geil und dann kriegst du sie als PSA 10. Sag ich dir ganz ehrlich, bin ich direkt mal neidisch, weil die würde ich direkt behalten. Ich hole dir einfach noch einen und den behalte ich. Nein, natürlich nicht. Ich habe dir den geschenkt, du bekommst den. Das, ist, das ist ein richtig, richtig korrektes Ding. Das ist mal ein gutes Geschenk. Kann man nicht anders sagen. Und ansonsten bitte ich darum, und das wirst du schon getan haben, dich bei deinen, vor allen Dingen bei Sternili zu bedanken, dass sie das gemacht hat. Finde ich es überragend, zeigt, was für eine tolle Community ihr seid, denn sowas ist genau das, worum es in der Community geht. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß und die Überraschung ist gelungen. Sternili haut nochmal 10 raus an Mathematiker, Lemar, Gregor, Alex, Florian, Aschköln, Floors, Prince of Hilden, Sixer und Chemical Flex. Vielen, vielen Dank. Und nochmal, ich glaube, das ist, da haben wir Überschneidung in der Geilheit der Community. Das merke ich bei dir immer wieder, das siehst du bei uns. Von daher passt das gut zusammen. Du bist wirklich ein cooler Typ. Ich habe es am Anfang schon gesagt, da warst du nicht mehr da. Also ich schleime jetzt hier nicht rum. Ich wünsche euch einen schönen Abend, macht euch einen richtig coolen Stream. Ich schicke die Leute jetzt, wenn ich es hinkriege, noch zu dir rüber.
Ich habe natürlich wie immer keine Ahnung, wie das geht, weil ich so ein richtiger Anti-Twitcher bin. Das geht irgendwie Raid. Slash Raid, ne? Und dann dein Kanalnamen, ne? Ja, ich habe mir aber. Klein, Vieh, richtig schreiben. Macht, auch, Mist. Groß TV, also TV, aber ein Groß dahinter. Direkt dahinter? Ja. TV. So. Jetzt. Euch einen schönen Abend, wir raiden noch, hauen noch ein bisschen EU-West-Feeling darüber und dann bin ich auf deine Pakete gespannt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Schönen Geburtstag, Patrick. Viel Spaß an die Community und an meine Community. Wir sehen uns Samstagabend. Wer boxen will, meldet sich bei Discord und Insta. Alle anderen Sachen folgen auf den Socials. Macht euch einen schönen Abend. Jetzt raiden wir noch und Leute, alle einmal Happy Birthday bei ihm. EU-West, Feuerbälle, wie auch immer, okay? Macht's gut, haut rein. Das ist er. Ich bin jetzt schon am Ende, sag ich euch ehrlich, und der Stream hat gerade angefangen. Ey, da ist der Raid. Da ist der Raid, Tilo. Tilo. Ey, also in erster Linie wirklich danke an meine Mods. Das ist in erster Linie vielen, vielen Dank an meine Mods. Wirklich. Und ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an Tilo und seine Community. Wirklich, dass sie hier so freundlich sind, hier die Follows auch da lassen. Leute, willkommen. Tilo, ich werde mich revanchieren. Ich komme auch du weißt, ich hole mir auf jeden Fall ein Display bei dir. Das habe ich versprochen und mache ich auch. Hab da auch Bock drauf, aber es ist so viel los. Chat, vielen, vielen Dank für die ganzen ersten Nachrichten, für die Follows hier bei meinem Geburtstagsstream hier heute. Wir machen Paket-Opening, auch von den Mods, von den Zuschauern bekommen, von anderen Streamer bekommen. Was soll ich sagen? Danke für die ganzen Follows. Wer auf Flohmarkt-Sachen steht, ich gehe hier sonntags live auf dem Flohmarkt und wir suchen Schnäppchen, verkaufen die weiter oder stellen es in die Sammlung. Heute könnt ihr gar nichts sehen, wie den ganzen Ballons hier stehen, Gameboys und so, alles vom Flohmarkt, von eBay Kleinanzeigen. Wir machen Live-Auktionen hier. Vielen, vielen Dank für die Follows und Tilo, wirklich. Kuss geht raus. Und Leute, meine Leute, lasst da gerne nochmal ein Follow da, Mods, bitte nochmal die Links reinhauen von den beiden Jungs da. Ich bin völlig am Ende, Chat, wir haben gerade angefangen. Ich bin wirklich am Ende, jetzt schon. Ich bin wirklich am Ende. Leute. Haben wir auch mal gute Musik hier? Was ist denn hier los? Haben wir irgendwas Gutes an Musik heute? Ich kann ja jetzt nicht selber Happy Birthday spielen in meinem eigenen Chat. Irgendwas Gutes hier spielen. Ey, Leute, vielen, vielen Dank. Mr. Who. Was passiert hier? Danke dir fürs Prime Sub. Danke für die Follows, Leute. Wir müssen Gas geben. Wir müssen jetzt hier anfangen. Moin. Wo fangen wir an? Heute ruhiger Stream. Ganz großes Lob an die Mods, hundertprozentig. Chat, wir fangen jetzt erstmal ganz entspannt an. Das können wir alles erstmal. Was mache ich denn erstmal hier mit, Chat? Was mache ich denn erstmal hier mit? Wegen dem Einkauf, der gerade ankam. Was machen wir? Ey, Tilo, und danke dir für deinen Tab. Tilo, vielen, vielen Dank für das Tab. Chat, Kühlschrank oder Eisfach? Eisfach, oder? Essen? Ich hole mir.